Ach so, ich kann das zusammenfassen. Okay. Also, für die Leute, die gerade in den Streams jetzt den ersten Teil verpasst haben, ganz wichtige Informationen. Also, unsere Gruppe ist in der Form, in der wir uns aktuell auch auf eurem Display befinden. Ja, Haraldo, Josef, Raphael und Barakas zu einem Dorf geführt worden mit dem Namen, das habe ich vergessen, oder warte mal, ich habe es mir bestimmt aufgeschrieben. Wer ist das Dorf nochmal? I love it. Torfiel. Du hättest sogar nachgucken können, du hast oben links eine Karte. Real Talk, ich wusste nicht, dass das Dorf einen Namen hat. Oh mein Gott. Ich glaube, hier kann man das erklären. Wir sind hier lang gekommen in der Kutsche nach Torfiel und haben dort Theobold gefunden, unseren Bürgermeister, der einen Auftrag gegeben hat. Erstmal haben wir uns alle kennengelernt, aber der Bürgermeister hat dann gesagt, ey Motherfucker, hier gibt's überall Untote und den ganzen Blödsinn. Und die Leute werden entführt oder haben so Ereignisse, sehen Zauberer und wissen nicht genau, was da los ist. Untote und Skelette greifen die an. Ihr könnt mit mehreren Leuten sprechen. Erste ist eine Zauberin bzw. eine Weissagerin, die irgendwo im Brauhaus unterwegs sein soll, in der Taverne. Das nächste ist der Zirkel der Wahrheit, wo die Hohepriesterin wohl auch irgendwie komische Sachen behauptet. Und dann haben wir noch jemanden von Adrian, wo die Familie verschwunden ist. Auf jeden Fall haben wir mehrere Hinweise bekommen und die Gruppe hat sich dann dazu entschlossen, den Totengräber aufzusuchen. Und da sind wir jetzt gerade. Wir sind sozusagen auf dem Friedhof des Totengräbers und haben eine Untotenarmee zurückgeschlagen. Ja, mit unserem ersten großen Kampf in Zusammenarbeit mit dem Totengräber, der ganz, ganz am Ende, nachdem wir diese Schlacht überlebt haben, in ein Mausoleum geflüchtet ist. Und da fangen wir jetzt wieder an. Also wir sind vor dem Mausoleum, der Totengräber ist weggelaufen und wir müssen wieder zurück. Wir müssen hinterher. Let's go, Motherfucker! Das ist so die... Ich glaube, ich habe nichts vergessen, oder? Nein, das war ziemlich ausführlich. Ich bin tatsächlich beeindruckt. Das klingt so, als hättest du Notizen gemacht. Ich habe mir Notizen gemacht. Sehr gut, sehr gut. Wenigstens eine haben. Müsst ihr euch alle Notizen machen, ansonsten vergesst ihr das. Oh, ich habe ja Pizza gemacht. Okay. Alles klar. Dann herzlich willkommen bei Episode 2. Ihr seht, wie der Totengräber in Richtung dieses Mausoleums rennt. Ihr hört von oberhalb... aus dieser Richtung hier, dieses laute Poltern. Zuletzt hat er sich zu euch gedreht und ihr habt dieses Ruckeln einer Tür gehört, in diesem Nebel. Und als allernächstes ist er in Richtung der Krypta gelaufen. Mit den Worten, es ist noch nicht vorbei, da sind noch mehr. Okay. Haraldo, Fass. Was? Mano, keine Zeit für Späße. Ich bin doch kein Hund. Wir müssen ihm folgen. Sag ich. Jungs, keine Zeit für Späße. Wir müssen uns konzentrieren. So, ich glaube, wir laufen ihm alle hinterher. Ja. Und ich würde jetzt auf den Totengräber zugreben und hier an die Krypta und fragen. Was hast du gehört? Sofort dreht er sich zu dir um, mit einem ernsten Gesichtsausdruck. Nicht so laut. Haraldo duckt sich instinktiv und ist nur noch 1,49 groß und nicht mehr 1,52. Und dann... Und hält eine Hand nach... Du bist nur 3 Zentimeter kleiner, wenn du dich duckst. Das ist ja großartig. Der Totengräber. Ihr seht neben diesem Mausoleum. Stellt euch das vor, wie ihr kennt das ja. Ich habe das ja letztes Mal als so eine Art Mini-Pantheon-Gewölbe beschrieben. Das heißt, da sind diese 1-2 Säulen, die diesen kleinen Eingangsbereich halten. Hm. Und direkt davor sind kleine Steinpodeste. Diese hier. Ich
kann das... Mal gucken, kann ich das gescheit? Ihr seht diese zwei... Ja, ja. Okay, das sind diese kleinen Steinpodeste und auf einem der beiden, da wo der Totengräber vorsteht, ist eine kleine Schale mit einer Kerze, die er jetzt nimmt und mit einem Streichholz entfacht. Gehen wir hinein? Fragt Haraldo den Totengräber. Und ich mache auch nochmal das Bild für euch groß. Nur um euch in Erinnerung zu setzen, wer da eigentlich vor euch steht. Und er hält die Kerze sanft vor sich. Und sein Gesichtsausdruck fängt etwas in diesem dunklen Nebel an zu schimmern. Durch diese kleinen Lichtflacker, die die Kerze ausstößt. Und immer noch leise spricht er: Wir gehen rein, aber ihr solltet leise sein. Was auch immer da drin ist, spricht mit Sicherheit auf Geräusche an. Fuck. Seid vorsichtig, Kameraden. Kann jemand von euch schleichen? Ich könnte vorangehen. Ich könnte vorangehen. Dann geh aber voran. Aber ich bin verletzt. Ah. Ach so, stopp, genau. Die Verletzung vom letzten Mal. Haraldo würde Josef fragen, wie es um ihn steht. Einfach, um das mal ins Erinnerung zu rufen. Josef, wie geht's dir? Mir geht's okay. Also, es blutet nach wie vor noch und der Schmerz, es schmerzt auch noch. Aber du hast einen Großteil der Wunde auf jeden Fall schon geheilt. Danke dir, aber ich bin nicht ganz fit. Ich bin nicht ganz fit. Haraldo schaut in die Gruppe und schlägt vor, dass Barakas vorgeht, weil er am unausgerüstesten mit schweren Platten scheint. Gar nicht einen Stock mit sich rumträgt. Ich wechsle wieder die Map. Falls ihr, und das gilt für immer, damit ich das nicht jedes Mal sagen muss, irgendwann das Gefühl habt, dass was buggy ist oder eine Mauer nicht richtig funktioniert und ihr wo durchgucken könnt, einfach Bescheid sagen. Ja. Das kann passieren. Okay. Barakas, willst du vorgehen? Na klar. Na klar. Okay. Alles klar. Barakas, geh. Ah, kann nichts sehen. Kann nichts sehen, Mann. Okay. Ich möchte aber nicht unbewaffnet da reingehen. Ich ziehe eins meiner beiden Schwerter. Ja. Ich kann da drinnen ja sehen, ne? Auch wenn es dunkel ist, ne? Du oder alle von euch, die Dark Vision haben, können auch in absoluter Dunkelheit sehen. Allerdings ist das, was ihr seht, silhouettenhaft und grau ohne Farbe. Ja. Okay. Ich glaube, ich sehe gerade ein bisschen zu viel von der Map. Let me see. Just saying. In welche Richtung? Links, rechts, oben? Geradeaus. Nach oben. Refresh mal. Weil bei mir ist das nicht einsehbar. Okay, dann schaut euch mal nicht an, was ihr zu viel seht. Und du schickst mir einen Screenshot, damit ich verstehe, was du meinst. Bei mir also kann Refreshen ich das hat bei mir was gebracht. Also ich sehe es. Ich sehe den Raum dahinter ganz grau, aber... Ich sehe da nichts hinter. Jetzt gar nichts mehr. Ja. Okay, geht es jetzt bei allen? Ja. Ja. Okay. Auch bei dir, Plop? Ich schick's dir mal. Also egal, ich guck einfach nicht hin. Hat der Totengräber uns seinen Namen verraten? Nein, hat er noch nicht. Nee. Und so egal ist das gar nicht. Schick mir das mal lieber, wenn das wirklich... Wir müssen ja rausfinden, wann das Programm buggt oder so. Okay, das ist wirklich weird. Wenn ich reinzoome, sehe ich nichts anderes. Versuch mal nochmal zu refreshen. Das Interessante ist, ich sehe ja auch, was dein Token sieht. Ja. Und eigentlich sollte das nicht der Fall sein. Ja, jetzt hat sich die... hast du gerade nochmal refreshed? Jetzt ich habe jetzt zum dritten Mal die Vision, die ein Token hat, komplett refreshed, ja. Mhm. Ja, hat er wahrscheinlich noch den Wallhack von Counter-Strike an, ne? Ja, wahrscheinlich. Counter-Strike spielt doch keiner mehr, Alter. Mhm. Fortnite. Okay. Ihr sagt Bescheid, wenn wir soweit sind, ne? Okay. Perfekt. Ja, ready. Okay, Barakas wurde aufgefordert zu gehen, hat sich bereit geklärt, geht langsam vor zum Totengräber
Und auf der Höhe des Totengräbers sagt er, das kann mit meinem wie Tor ist eigentlich aber ist nicht so schlimm. Ich habe ja alles auf Dungeon Master Dings. Mein Name ist Kane. Oh, Chokester. Mein Name ist Barakas Hugo Taran. Kane, hast du einen Bruder? Und während ihr euch unterhaltet, hörst du wieder dieses leichte der Türe direkt vor dir, als ob irgendetwas dagegen rüttelt, aber auch nur leicht diesmal, nicht so laut wie das erste Mal. Und du siehst, wie der besorgte Blick von Kane, dem Totengräber, Richtung Tür geht. Und dann schaut er dich an. Ist die Tür verschlossen? Er nickt. Kannst du sie aufschließen? Er nickt erneut. Und gleichzeitig holt er einen kleinen Schlüssel aus seiner Stoffhose. Haraldo zieht seine Waffe, seine Großaxt. Ich ziehe auch meine Waffe. Waffen. Ich stehe immer noch mal da mit meinem glühenden, lichtspendenden Stab. Nein, ich habe immer noch den Stab in der Hand, der mir eigentlich Licht spendet. Okay. Seid ihr alle vorbereitet? Genossen. Nicht so laut, sagt Haraldo. Hast du dein Light Cantrip noch auf dem Stab aktiv? Wo sehe ich denn jetzt, ob das aktiv ist? Naja, du kannst einfach sagen, ich zauber es erneut. Oder du sagst es, es ist noch aktiv, ja. Ich habe das jetzt nicht ausgemacht oder so. Okay. Warum sollte ich auch? Das, hat sich ja nichts geändert. Du hast das letztes Mal gecastet, ja? Ja. Ich muss das casten, sonst sehe ich ja nichts. Das ist korrekt. Und jetzt seht auch ihr wieder das Leuchten des Stabes. Und jedes Mal dann, wenn die Leute mit Dark Vision eine Lichtquelle sehen, müsstet ihr da alles deutlicher in Farbe sehen. Weil ihr durch das Licht verstärkt besser sehen könnt. Ja. Langsam nähert sich der Totengräber der schweren Holztür des Mausoleums. Und mit dem Schlüssel in der Hand, der sehr rostig und alt zu sein scheint, nähert er sich dem Schlüsselloch. Ganz vorsichtig. Wie kann man nochmal nur Stückchen weiter Shift. Gehen? Shift. Ziehen und dann Shift. Ah, danke. Nicht so vorsichtig wie gewollt, hämmert er den Schlüssel mehr oder weniger ins Schlüsselloch. Das verdammt! Ein entsetzter Blick weicht seinem Gesicht. Und auf der anderen Seite hört ihr wieder dieses jetzt wieder lauter werdende Poltern. Als ob sich diesmal irgendetwas gegen die Tür schmeißt. Besorgniserregend guckt er euch an. Er nickt. Ich kriege sie auf, aber seid vorsichtig. Ihr hört ein leises Klicken. Seid achtsam, Amigos. Genossen. Und der Totengräber macht einen Schritt zurück. Ich bereite mich vor. Ich nehme schon mal Stellung an, um gleich den ersten Zauberspruch zu casten. Dann guckt ihr euch an. Barakas und ich tauschen uns Blicke aus und wir versuchen herauszufinden, wer als erstes an die Tür tritt. Soll ich? Willst du? Barakas nimmt das zur Kenntnis, nickt und zeigt mit zwei Fingern, also mit Zeigefinger und Mittelfinger, so auf seine Brust, dass er selber geht. Barakas geht langsam zur Tür, greift an den Griff, guckt nochmal in die Richtung der anderen, nimmt Blickkontakt mit denen auf. Wieder. Das Poltern auf der anderen Seite. Irgendetwas stößt sich dagegen. Und er reißt die Tür auf. Mach mal einen Athletics-Check. Was soll ich machen? Einen Athletics-Check. In dem Moment, wo du die Türklinke greifst und versuchst, sie aufzureißen, merkst du, dass diese alte Tür sehr schwer zu öffnen ist und nicht so nachgibt, wie du dir das vorstellst. Ja, toll. Wer ist schon wieder? Schön.
Oh Gott, mein Gott. Mach bitte keine Athletic-Checks mehr. Der kann halt gar nichts, mein Char, Alter. Die Hand an der Türklinke gebrochen, einfach. Nein. Oh nein. Barakas steht da, total bereit. Waffe in einer, mit der anderen die Türklinke in der Hand. Und mit voller Kraft zieht er dran. Ein lautes Geräusch. Die Tür geht nicht auf, aber Barakas hat die Klinke in der Hand. Oh. Immerhin. Die ist einfach abgebrochen. Barakas. Barakas geht zu Kane. Kane, gibt es noch einen anderen Eingang? Er schüttelt den Kopf. Nein. Wieso habt ihr die Klinke abgerissen? Ich sag mal so, aus Versehen. Wie kommen wir da jetzt rein? Bitte, Herr Kane. Haraldo, ist es Haraldo Ihnen wichtig, geht, dass die Tür ganz bleibt? Haraldo geht zur Tür und guckt und versucht herauszufinden, was das Problem damit ist, und sieht eine alte Inschrift, auf der steht: Drücken. Du siehst keine Inschrift, aber Kane schuckt mit den Schultern und sagt: Ihr hättet einfach nur drücken müssen. Haraldo drückt die Tür auf. Und sie gibt langsam nach. Ich schaue kopfschüttelnd Barakas an und mach mich bereit, euch zu folgen. Okay, die ist jetzt, also ich habe jetzt darauf geklickt, aber... Ja, jetzt geht es. Und auf der anderen Seite der Tür springt dir sofort etwas entgegen. Es ist eine knochige Gestalt. Ein Skelett. Und ich zeige euch das ganze Artwork und erzähle direkt etwas dazu. Anders als ihr das hier seht, steht dieses Skelett vor euch. Es hat keine Rüstung und kein Schwert in der Hand. Das, was ihr seht, ist nur eine einfachere Version. Die Überbleibsel eines Leichnams. In einer der Hände hält diese Kreatur allerdings einen spitzen Knochen, der sich in Richtung von Haraldo schiebt. Roll Initiative und macht Kampfmusik an. So, warte mal. Ich muss Initiative rollen. Achso, wie 7. Wo finde ich das nochmal? Das war doch irgendwo da oben, ne? Neben der Laute oder so. Nee, du musst einfach mal den... Ich glaube, du kannst einen Rechtsklick machen auf Combat Tracker. Und dann in deinem Charaktersheet Initiative. Ja. Wo bin ich? Von dem Combat Tracker könnt ihr euch mit Rechtsklick rausziehen. Genau. Hier steht noch Not Started. Wie mit Rechtsklick rausziehen? Du kannst mit Rechtsklick auf aufmachen. Die Schwerter machen. Klicken, genau. Und dann hast du den Combat Tracker als Pop-Out. Ah, okay. Dann kannst du den irgendwo hinziehen, wo es übersichtlicher ist. Und dann klickst du einfach auf den Würfel, um deine Initiative zu... Oh, warte, du bist gar nicht drin. Jetzt kannst du es auch machen. Okay. Ich habe aus Versehen Kane statt dich reingemacht. Na, wie, kämpft er jetzt nicht mit, oder was? Ja, doch. Aber der ist nicht im Tracker. Aber der muss ja gar nicht drinstehen. Genau. Okay. Barakas, du siehst das. Ja. Die Tür geht auf. Ich sehe das. Die knochige Kreatur steht direkt vor Haraldo. Was möchtest du tun? Ich sehe das. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob Haraldo das schon mitgekriegt hat, weil ich halt besser sehen kann als er. Und schreie: Ich kann das sehen, ja. Ah, okay. Trotzdem schreie ich: Haraldo, aufgepasst! Und ich gehe quasi an der rechten Seite an ihm vorbei, Richtung Tür, um mit meinem Schwert anzugreifen.
Achso, ist auf Schwert klicken, ne? Also du greifst an. Du musst dich, geh einfach auf meine Position. Du kannst dich ja so schräg davor setzen, genau. Du musst, ja. Du kannst nicht in ihm stehen bleiben. Du könntest dich hier kurz davor stellen oder auf die andere Seite so. Mhm. Und dann um die Ecke quasi zwischen Haraldo und diesem, der rechten Steinwand mit dem Schwert reinschlagen. Mhm, machen wir mal. 13. Du triffst. Soll ich Damage? Ja. Okay. Oh. Du schlägst mit deinem Schwert gegen die knochige Kreatur und der ein oder andere Knochen bricht sogar sofort. Dennoch steht sie immer noch vor euch. Was möchtest du dann machen? Bin ich immer noch dran? Ja, du kannst ja noch weggehen. Ja, genau. Also ich habe zugeschlagen und würde dann dabei so einen Satz nach hinten machen. Pass auf die Reaktions... Der kann ja in deinem Gebiet dann nach dir schlagen, ja? Ja. Genau. Aber ich habe ja so um die Tür geschlagen. Das heißt, wenn ich nach rechts weg springe, sollte ich eigentlich safe sein, damit du quasi... Scheiße. Das Schwert, mit dem du zugeschlagen hast, hast du vorher schon gezogen, oder? Ja, genau. Vor dem Kampf. Mhm. Dann könntest du auch noch dein zweites ziehen und damit angreifen. Oh ja. Als Bonus-Action. Das machen wir. Akimbo! Bruder, du hast den... Was würfelst du? Krass. Gut, ne? Okay, ich brauche gleich deinen Einsatz an der geeigneten Stelle, wenn ich kurz eine Pause mache. Ja? Dann schreist du nochmal Akimbo. Okay. Ja. Barakas steht da, zieht sein zweites Schwert, siegessicher, nachdem sein erster Schlag gut getroffen hat, sticht er nochmal an Haraldo vorbei, auf die Kreatur zu und brüllt dabei laut Akimbo! Als er mit der Hand so wegrutscht, dass ihm das Schwert aus der Hand fällt und hinter dem Skelett die steinerne Treppe in die Dunkelheit rutscht. Na toll. Okay. Haraldo schaut rüber zu Barakas und hat wirklich nur diesen kopfschüttelnden Blick in der diesen fragenden kopfschüttelnden Blick. Mano, warum? Anscheinend ist heute nicht mein Schwerttag. Mit dem Bogen bin ich besser. Okay. Direkt darauf brauche ich deine Armor-Class, Haraldo. 16. Du hörst das Klappern von Knochen. Du siehst, wie das Skelett einen Schritt auf dich zumacht und ein spitzer, vielleicht in der Größe einer Rippe, ein spitzer Knochen auf dich zuschießt und dich im Gesicht streift für 3 Piercing Damage. Raphael. Das Erste, was ich mache, ist, ich rufe zur Seite. Ich kann mich, glaube ich, nicht bewegen. Gar nicht? Null? Ich glaube, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin nicht dran. Das stimmt, aber du könntest auch, indem du zum Beispiel hier hingehst, Raphael, mit einem besseren Winkel schießen. Du kannst auch von hier schießen. Haraldo ist nicht groß. Dann gehe ich zur Seite und rufe währenddessen runter. Also, selbst wenn du auf Kopfhöhe des Skelettes schießen würdest, würdest du, obwohl das Skelett noch auf Stufen steht, die hinabgehen, höher zielen müssen als Haraldos Körpergröße. Okay, das ist sehr gut. Jedenfalls, ich gehe trotzdem auf die Seite, um einen besseren Winkel zu haben. Ja. Und würde dann mit meinem leuchtenden Stock wieder auf dem Boden stampfen und Flammos rufen. Und einmal Burning Hands casten. Hat er gerade Burning Hands gesagt? What's happening? Schon. Der weiß aber schon, dass Haraldo da drin steht. Okay, ich lass das einfach mal. Ich muss hier gucken, wie ich das drehen kann. Ich mach's mal so. Die
das muss von dir ausgehen. Also du musst dich so hinstellen, dass das aus deiner Hand schießt. Das manifestiert sich nicht in der Luft. Ah, okay. Du kannst ja eh noch hier näher rangehen, oder? Theoretisch? Ja, dann wäre ich halt weiter vorgegangen, anstatt da zur Seite. Ja. Ist das in Ordnung so? Das ist so in Ordnung. Gut. Ja, dann würde ich das machen. Hm? Ja, okay, dann brauche ich von Haraldo und dem Skelett einen Dexterity Save. Bruder! Als Bruder! Feuer aus deinen Händen schießt. Why? Was castest du so einen fucking Flächenscheiß? Er hat unseren Zwerg angezündet. Warte mal, Dexterity brauchst du. Feuerzeugzauberer. Also alles, was da von berührt wird, ist mit drin. Was ist dein DC? 14, ne? Ja, 14. Das siehst du direkt beim Zauber in dem ersten Textfeld. Da ist der Bart wohl weg. Gut aus. Okay, Plop. Du darfst Damage rollen. Ne? Okay. Oh nein. Nur 8. Was kann ich denn so Pech haben? Okay. Helles Feuer kommt aus deinen Händen. Haraldo, du machst einen so gut wie du kannst Schritt zur Seite, sodass du nur 4 Feuerschaden kriegst. Du musst dich dafür nicht bewegen. Achso, okay. Das ist nur Flavor. Bruder, ich habe mehr Schaden von dir bekommen als von diesem scheiß Skelett. Ich dachte, du kommst klar mit meinen kleinen Flämmchen. Feuerzeug. Bruder, 4 Schaden ist übel viel. Er hätte auch 18 machen können. Mhm. Ja, super. Eigentlich habe ich gut gewürfelt für die Situation. Für die Situation, ja. Und diesen Dexterity Saving Throw, den kannst du dir so vorstellen als Versuch, diesen Flammen dich irgendwie zu ducken oder so. Und das gelingt dir auch gut, weil du den bestehst. Du duckst dich also so gut du kannst. Hier und da fackelt vielleicht ein Barthaar an. Und du siehst, wie das Skelett vor dir komplett Feuer fängt und anfängt zu zerfallen. Die Knochen fallen einfach auf den steinernen Boden und es bewegt sich nicht mehr. Haraldo fässt sich mit seiner Hand, lässt seine Waffe fallen und fässt sich in seinen Bart, der in Flammen steht, und haut ihn so aus. Und pustet dabei. Warum? Was soll denn diese Zauberei? Willst du mich umbringen? Der Kampf ist vorbei. Ich gehe ein Stück nach hinten. Haraldo geht ein Stück nach hinten und pustet sich immer noch den Bart aus, der verschmort ist. Du pustet dabei. Haraldo, ich würde zu Haraldo gehen. Ich komme auch dazu. Darf ich kurz? Und ich würde meine Hand nehmen, die immer noch so ein bisschen warm ist. Aber ich würde die Stellen, die noch so leicht glühen im Bart, würde ich anfassen und quasi wie so nasse Finger auf der Kerze quasi, würde ich den Bart mit löschen einfach. Entschuldigung. Haraldo greift nach seinem Flachmann und nimmt einen ordentlichen Schluck, weil er sich auf seinen nächsten Zauber vorbereitet. Nämlich Lay on Hands auf sich selbst. Ja. So. Barakas guckt beide an. Haraldo und Raphael. Und jetzt ist er derjenige, der dann nur dasteht und den Kopf schüttelt. So, das ist der Zauber. Und ich muss einen... Jetzt muss ich eigentlich nur aussuchen, wie viel ich heile, ne? Genau, du kannst dir das einfach aussuchen. Warte. Gibt es einen Maximalwert? Dein Maximum, also alles, was du noch zur Verfügung hast. Achso, genau. Warte mal. Ich nehme dafür... Alter, das ist halt beschissen, ne? Was denn? Ich habe nicht mehr viel übrig. Für solche Blödsinn. Ich habe halt hab jetzt gelevelt und habe halt mehr, aber ich habe jetzt... Ja, an mir hat es ja schon ein bisschen was verbraucht, ne?
Ja, ich nehme 4 aus dem Pool und fülle 4 auf, damit ich auf 19 bin. Okay. 19? Ja, klar. Ich habe 21. Uff. Haraldo legt, nachdem er seine Barthaare aufgedrückt hat, seine Hände auf seine Brustplatte, auf der das Ordenssymbol von ihm ist. Und murmelt etwas in seinen Bart. Der Kampf ist vorbei, deswegen bewegen sie sich willkürlich. Klar. Ich gehe, Und ein grünes Licht, geht von seinen Händen aus. Und seine Wunden fangen an sich, seine Verbrennungen im Gesicht fangen an sich zu schließen. Oder das wird alles wieder hergestellt und er sieht fast aus wie neu. Ich gehe, ich stelle Blickkontakt zu Raphael her. Und ich gehe eben kurz zu Raphael. Und flüster ihm etwas ins Ohr. Und zwar, Raphael, es hätte jeden von uns treffen können. Und du scheinst mir noch etwas unerfahren zu sein. Pass beim nächsten Mal bitte auf. Ja? Ich habe keine Lust zu verbrennen. Ich stelle es mir sehr furchtbar vor. Bitte. Direkt der nächste Feuerball, Alter. Bam! Lieber Josef, das war schon sehr, sehr bedacht. Und wohl kalkuliert. Schließlich ist keiner von uns ums Leben gekommen. Schauen wir doch an, unseren Zwerg. Haraldo trinkt. Fast wie neu. Haraldo trinkt immer noch. Ja, sag so, Bescheid, Haraldo, wenn du das Gefühl hast, dass du deine Grenze erreichst. Ich würde mich umdrehen, so halb noch im Halbsatz, und mich hier bücken. Und gucken, ob ich da irgendwas finde, was Ich gucke mir die Knochen an, das, was noch so an Rüstung auf diesem Skelett liegt. Keine Rüstung. Das ist ein blankes Skelett? Ja. Also nix. Ich gucke, ob da irgendwas ist, was ich gebrauchen könnte. Du siehst angefackelte Knochen und du darfst mir auch noch einen Investigation-Check machen. Also du bückst dich, untersuchst das ganz genau, trittst vielleicht den einen oder anderen Knochen mal zur Seite und stellst fest, dass da sonst nichts ist. Das scheint einfach nur irgendein auferstandener Leichnam zu sein, der schon sehr lange verwest hat. Meine Herrin, ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass hier nichts weiter ist. Barakas ruft zu Raphael. Raphael, kannst du da irgendwo mein Schwert sehen? Kann ich das sehen? Mach einen Perception-Check. Oh, Perception. Oh, da bin ich echt nicht gut drin, ne? Okay. Du blickst die dunkle, tiefe Treppe hinunter und am Absatz... So dunkel ist es nicht, ich hab Licht an. Ja, aber du hast nur bis hierhin die ersten 20 Fuß helles Licht und danach ist es schon wieder eher dimm. Ja, ja, ja. Und wieso weit ist das Ding geflogen? Das ist die Treppe runtergefallen. Ja. Die komplette Treppe? Die komplette Treppe, wie so ein Skateboard. Mein schönes Schwert. Okay. Barakas, ich kann leider nichts erkennen. Doch, ich war noch nicht fertig. Und am Fuß der Treppe, ungefähr hier, siehst du das Schwert liegen. Barakas, ich kann dein Schwert klar und deutlich unten am Grunde der Treppe erkennen. Ich brauch das wieder. Bitte. Und ich versuche, ihn an mir vorbeizuwinken. Darf ich an ihm vorbeigehen? Ja, sicher. Kane macht auch nochmal einen Schritt auf euch zu. Und diesmal guckt er euch etwas misstrauisch an. Vor allem Raphael. Und dann auch nochmal Barakas. Sind das eure üblichen Vorgehensweisen? Was meint ihr? Ich frag mich nur, ob man das so macht. Also, ich habe heute noch nichts gegessen. Weder gegessen noch getrunken. Ich gucke den Herrn Kane tief in die Augen und würde mit einem Cantrip namens Message würde ich ihm stillschweigend sagen, guter Herr, wir sind hier, um zu helfen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich gehe noch eben kurz zu Haraldo, während die beiden Anstalt machen, reinzugehen. Ja, und dann hörst du auch, wie Kane dir einmal kurz antwortet. Du musst auch mit dem Finger auf ihn zeigen.
Hm? Das tue ich. Mit dem Finger, wo ich meinen Stock halte, ich spreize einfach nur den Finger in Richtung ihm. Mhm. Und dann hörst du, wie er dir antwortet. Woher kommt die Stimme? Also er scheint deinen Zauber nicht ganz zu verstehen, dennoch hörst du seine Antwort, die nur du hörst. Ja. Und ich antworte nochmal, die kommt von mir. Und wieder sage ich, kein Grund zur Beunruhigung. Er schüttelt etwas den Kopf, als wenn er deine Stimme aus seinem Kopf loswerden möchte, mach einen Schritt zurück und... Wie auch immer, macht das auf eure Art, aber sprengt mir nicht das ganze Gebäude in die Luft und wenn, dann sagt mir vorher bitte Bescheid und macht noch einen Schritt zurück. Ich gehe zu Araldo rüber, rede ein bisschen leiser. Das ist während Kane mit den anderen beiden gesprochen hat und sagt zu Araldo, Araldo, vielleicht sollten wir ein Auge auf Raphael werfen. Mir gefällt seine Art im Moment nicht. Es hätte durchaus mehr passieren können. Wir sollten ihn im Auge behalten. Araldo dreht sich um, verwirrt und fragt, was hast du gesagt? Barakas? Kannst du mich schwer hören? Barakas klopft Raphael auf die Schulter, schaut ihm tief in die Augen und sagt, mach dir nichts draus. Können wir jetzt weitergehen? Bereit. Und noch ein kurzer Zusatz. Schau dir nochmal die Komponenten an, Blob. VSM. Ich fand's nur cool, deswegen habe ich's erlaubt. Araldo würde zu dem Totengräber nochmal rüberschauen und fragen, kommst du mit? Sicher. Und dann legt er die Kerze ab mit dieser kleinen Schale und nimmt seine Schaufel jetzt wieder in beide Hände und dann fügt er hinzu, wenn man damit richtig Wucht draufhaut, fallen diese Skelette richtig schnell um. Danke für den Tipp. Barakas wird ungeduldig. Wollen wir da reingehen? Kane, aber ihr kennt die Katakomben sicher gut. Geht vor. Sollte nicht der mit dem Licht vorgehen? Meine Augen sind nicht gut im Dunkeln. Gutes Argument. Barakas, den kann ich nicht widersetzen. Raphael, mach dich da runter jetzt. Barakas sagt, komm, Raphael, wir gehen beide vor. Raphael. Und jetzt bewegt euch wieder nur Stück für Stück. Langsam macht ihr euch die jetzt erleuchtete durch Raphaels leuchtenden Stab Treppe hinab. Ihr kommt in ein größeres Kellergewölbe, das Innere des Mausoleums. Ihr seht eine große Eingangshalle, zwei dicke Säulen links und rechts in der Mitte des Raumes, die das Konstrukt halten. Und Raphael sieht sogar schon in den Ecken mehrere Vasen. Gegenüber von dir siehst du ein kleines Tor, hinter dem sich eine weitere Treppe verbirgt, die wieder hinabzuführen scheint. Ein paar Fackelhalter befinden sich in der Wand. Und jetzt könnt ihr immer Dinge machen, wie zum Beispiel euch umhören, kurz stehen bleiben, vorsichtig sein, schleichen. Alles, was ihr machen könntet, müsstet ihr mir dann sagen. Sehe ich mein Schwert schon aus der Position? Ja, das liegt jetzt direkt vor dir. Du kannst das aufheben. Ja. Ah, da ist ja mein Schwert. Hoffentlich jetzt keinen Kratzer abbekommen. Und bevor ihr euch weiter begebt, stellt euch das wirklich bildlich vor, wie ihr in dieses dunkle Gewölbe hineinguckt. Nur dieser Teil um Raphaels Stab ist hell erleuchtet. Und ihr hört von links, von rechts, von geradeaus. Ihr könnt das noch nicht ganz genau zuordnen. Dafür könnt ihr gleich Perception-Checks machen, wenn ihr euch genau umhören möchtet. Ja. Hört ihr immer noch dieses knochenartige, klappernde Geräusch, als ob sich da noch irgendwo vielleicht sogar mehrere Skelette befinden und herumgeistern. Ich könnte das hören. So, ich würde, stopp, Araldo würde zaubern. Und zwar würde er Bless zaubern.
Das gibt euch dreien, also bis zu drei Leuten, die Möglichkeit, mehr Schaden an Untoten zu machen, oder? Ja. Jein. Bless. Also mehr Schaden zu machen, glaube ich. Bless ist nicht gegen Untote, sondern segnet allgemein drei Kreaturen. Diese drei Ziele, die du aussuchst, können auf ihre Angriffswürfe oder Saving Throws eine Minute lang, ein D4 jeweils, das, genau. Ja. Denk also dran, bevor du das tust, eine Minute vergeht außerhalb eines Kampfes recht schnell, ne? Ach scheiße, das heißt, es wäre cleverer, wenn ich das als Action vor dem Kampf mache? Unmittelbar davor, damit nur gerade mal so 6 Sekunden vergehen, weil sechs Sekunden ist eine Runde, oder halt ganz am Anfang des Kampfes, damit du das für die nächsten 10 Runden hast. Okay, dann würde ich das erstmal rückgängig machen, weil dann macht das natürlich Sinn, kurz davor zu tun. Ja, also wenn du sicher bist, jetzt geht's zum Kampf, kannst du das kurz davor machen. Das wäre am besten. Okay, alles klar. Dann überspringen wir es mal. Mhm. Warte, wie kann ich das Concentraten zurücknehmen? Gotcha, already done. Ach so, nevermind. Okay. Ich würde gerne Perception-Check machen, um die Geräusche richtig zuordnen zu können. Ja. Was von wo kommt. Haraldo, du darfst dir auch den Spellpoint wiedergeben, den Spellslot. Hab ich schon. Sicher? Ich habe bei dir noch 1 von 2. Ach so, ja, ich hatte vorhin, wir haben wahrscheinlich komplett nicht zurückgegeben, sorry. Eigentlich müsstest du ja noch, genau. Ja, habe ich 2. Und guckt euch mal, ich helfe euch noch ein bisschen, ne? Ihr seid ja noch neu. Guckt auch mal so ein bisschen in eure Charakterbögen rein. Vielleicht hat der ein oder andere eine coole Fähigkeit, die ja sehr nützlich wäre jetzt. Ja, ich würde natürlich jetzt noch mal Divine Sense, also erst, nee, lass das mal, was wollte Josef machen? Josef guckt sich um. Ah, okay. Und benutzt auch seine feinen Elfenohren, um sich umzuhören. Ja, ich weiß nicht, was mit eurem Würfelglück heute los ist, aber alles, was du hörst, ist Barakas, wie er sich gerade freudig bückt und sein Schwert aufhebt. Das vielleicht so ein bisschen klimpert noch. Okay. ich würde daraufhin vom Bless abwenden und dann Divine Sense bringen. Ich kann nämlich in meiner Umgebung von 60 Fuß alles an Untoten, beziehungsweise so diesen übernatürlichen Wesen wahrnehmen durch einen ganz starken Geruch oder durch so ein Ring im Ohr, und würde das jetzt einfach mal benutzen. Muss ich dazu was würfeln? Nein, du kannst das einfach machen. Ich würde dir allerdings empfehlen, dass du noch einen Schritt vormachst, damit du einen Blick aufs ganze Gewölbe richten kannst. Denn Mauern oder so sind dafür undurchdringlich. Also würde ich einfach hier hingehen. Genau. Alles das, was hinter Total Cover ist, also hinter Mauern, könntest du damit zum Beispiel nicht aufdecken. Okay, dann würde ich hier jetzt Divine Sense durchbringen, um in allem Umkreis von 60 Fuß alles wahrzunehmen, was in irgendeiner Form untot ist, und das versuchen zu lokalisieren. Okay. Zwei Dinge passieren, während Haraldo sich dahinstellt und versucht, alles Böse auszumachen. Zuerst einmal, Haraldo, kriegst du direkt dieses unglaublich bedrückende Gefühl. Du bist zwar gerade auf der Suche nach Skeletten, die sich hier herumtreiben und durch die Dunkelheit schleichen, aber gleichzeitig spürst du, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Das ganze Gewölbe, der Boden scheint von irgendetwas Bösem komplett umrungen zu sein. Und du spürst diese finstere Energie und Atmosphäre, die sich hier auftut, wie du sie nur selten wahrgenommen hast. Gleichzeitig spürst du die Präsenz von 2 Kreaturen, 2 Untote. Eine hier und eine in deiner unmittelbaren Nähe, direkt hinter dieser Säule, nimmst du einen kleinen Glimmer dieser Präsenz wahr.
Der Rest scheint hinter der Säule verborgen zu sein. Dennoch ist es genug, um zu wissen, dass da etwas ist. Okay, ich würde jetzt das Wissen, was ich habe, folgendermaßen mit der Gruppe teilen, nachdem ich das wahrgenommen habe. Und das Erste, was Haraldo sagt, ist: Männer, wir sind hier nicht alleine. Zieht sofort eure Waffen. Hinter der Säule zu meiner Rechten ist irgendetwas Böses. Und vor uns, 40 Fuß, ebenso. Aber das ist gar nicht unser Hauptproblem. Ich habe sowas noch nicht gefühlt, zumindest nicht oft. Dieser Ort ist infiziert, verseucht. Er ist von Grund auf böse. Macht euch bereit. Kann ich meine Waffen wechseln? Könnte Barakas jetzt seine Schwerter wegstecken und sie in den Bogen ziehen? Ja. Klar, wir sind ja nicht im Kampf. Mhm. Genau. Barakas steckt seine Schwerter hinten in die Schwertscheiden, oder wie heißt das? Ja. Genau, und zieht seinen Bogen und nimmt einen Pfeil aus dem Köcher. Hm. Ich habe meine Waffen eh noch in der Hand, die beiden Kurzschwerter. Bin bereit. Haraldo, wie sollen wir vorgehen? Nicht wir gehen vor. Haraldo geht vor. Und dann hört ihr auch wieder Kane. Erst einmal solltet ihr etwas leiser sein, wenn sie so nah sind. Und er flüstert. Ja. Er hat recht. Ruhe. Ich werde die Aufmerksamkeit des Ersten auf mich ziehen und ihr reagiert. Haraldo nickt in die Runde. Mhm. Ich nicke zurück. Mhm. Haraldo geht jetzt davon aus, dass alle das verstanden haben, ja? Mhm. Gut. Ein sehr beliebter Satz in D&D-Gruppen. Haraldo fokussiert jeden einzelnen Josef, Raphael und Barakas und tut erst dann den Blick abwenden, wenn sie ihm alle zugenickt haben. Ich muss mir insgeheim denken, weil er so komisch guckt, dass er die ganze Zeit irgendwie aufs Klo muss oder so. Ich nicke Haraldo zu. Nun denn, Haraldo. Haraldo tritt in den Raum. Ja. 10 Fuß. Und kann dabei das Skelett erkennen, hat seine Waffe in der Hand und möchte auf das erste Skelett zugehen, um den ersten Schlag anzusetzen. Möchtest du dich dabei vorsichtig bewegen? Das Skelett hat dir den Rücken zugedreht, das heißt, du könntest schleichen. Ich möchte mich vorsichtig bewegen und erkenne auch, dass das Skelett mir den Rücken zugedreht hat und blicke Josef an, weil ich weiß, dass er den vorherigen Angriff draußen mit einem Schleichangriff verbunden hat und signalisiere ihm mit einem Zunicken, dass er da hingehen soll, sage aber nichts. Ich schaue Haraldo an, sehe, gehe noch weiter nach vorne. Auch du könntest schleichen, ne? Also ich bin gerade großzügig, nutze die Möglichkeiten. Okay, ja. Ich schleiche und würde, einen kleinen Moment, Cunning Action nutzen. In Verbindung mit Sneak Attack. Das sind 15 Fuß. Du musst sowas noch gar nicht machen. Diese ganzen Actions und Abilities kommen erst im Kampf zu Trage. Das heißt, wenn du jetzt versuchen würdest, dich an ihn anzuschleichen und ihn anzugreifen, könntest du, wenn er dich nicht wahrnimmt und euch alle nicht wahrnimmt, beziehungsweise allgemein keine Gefahr wahrnimmt, ihn in eine Art Surprised Condition versetzen. Eine Art Hinterhalt. Wenn eine Kreatur surprised ist, bedeutet das, dass diese Kreatur innerhalb der ersten Runden, bis einmal alle dran waren, nicht reagieren kann. Es ist quasi fast wie ein gratis Zug. Okay. Ich schleiche mich von hinten an. Schleiche mich an Raphael und Haraldo vorbei. Ja. Mach einen Stealth-Check. Und an der Stelle
Jetzt wäre zum Beispiel ein guter Moment für Bless. Problem. Für Bless musst du V, S und M erfüllen. Das sind die Komponenten. Ja, geht nicht. Ja. Genau, V ist halt laut. Ja, geht nicht. Okay. Okay. Wir können uns aber immer noch bewegen, wie wir wollen, ne? Nee. Jetzt am besten nicht. Ich werde euch in Zukunft schon viel früher Konsequenzen aufweisen. Also ihr seid ja jetzt schon sehr nah. Und wenn ihr vorher nicht sagt, dass ihr stealtht, dann hättet ihr wahrscheinlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, hier schon den Gegner alarmiert zu haben. Alright. Okay. Josef, du schleichst dich langsam durch das Gewölbe auf das Skelett zu. Es scheint sich noch nicht umzudrehen. Ich greife das Skelett an mit beiden Schwertern. Scherenschnitt. Und versuche. Okay, Roll Initiative. Ja. So, es geht also wieder mit. Ja, wenn es rechts. Gilt das dann für alle? Ja, klar. Das ist ein Kampf. Wait. Bei mir ist der Combat-Tracker noch aus. Ist das richtig? Ja, bei mir auch. Ja, gebt mir einen Moment. Ich muss euch eintragen. Jetzt geht's. Stealth mit Licht, geht das? Naja, die. Ich glaube, ich habe noch nie mehr als eine 9 gewürfelt. Spieler müssen ja die ganzen Mechaniken kennen. Ne? Am Anfang bin ich immer ein bisschen großzügiger. Ich bin immer der Letzte. Das ist alles dieses Lernen, der Lernprozess gerade. Außerdem guckt er gerade nicht dahin und all sowas. Hugo. You have to make it fun. Ja, du musst würfeln. Slash. Initiative einfach. Du gehst oben rechts auf die beiden Schwerter. Genau. Da, oh Gott, man muss mal hier, mal da. Sorry. Kein Problem. Nicht schlimm. Ich bin schon froh, dass du nicht fragst, was ein Skelett ist. Skelett. Schüsse. Okay. You have left the channel. Und jetzt darfst du mir deinen Angriff genau beschreiben, Josef. Ja. Ich nehme die Schwerter beide auf die rechte Hand. Auf die rechte Seite, dass ich mit beiden Schwertern gleichzeitig versuche, das Skelett ungefähr auf Brusthöhe zu durchtrennen. Okay, mach Weapon Attacks. Du darfst auf Advantage würfeln, weil die Kreatur dich nicht wahrnimmt. Auf Advantage würfeln war einfach nochmal plus eins auf dem. Du siehst bei deinem, wenn du mit der Maus über das Schwert hast, dann siehst du bei Attack das Plus, da klickst du drauf. Alter! Jesus! Uff. Okay. Das ist ein Crit. Ja. Soll ich auf Damage gehen? Du darfst bei beiden auf Damage gehen. Und ich möchte dich daran erinnern, dass du die Möglichkeit hast, vielleicht noch etwas zu tun. Cunning Action? Nein, du hast deine Bonus-Action für deinen zweiten Angriff genutzt, aber da gibt es noch etwas, was du eventuell tun könntest. Ich weiß es nicht. Ich gebe dir einen Tipp. Geh mal bei deinen Attributen auf deine Features und lese dir den zweiten Feed durch. Bei den passiven Abilities? Ich bin jetzt bei deinen Attributes auf der Hauptseite, wo du die ganzen Verknüpfungen hast, die Favoriten. Ja. Sneak Attack heißt das Ganze. Du hast, wenn du auf Advantage angreifen kannst, unter anderem die Möglichkeit, dein Damage zu erhöhen. Ja, ein D6, right. Ich roll noch einmal auf Sneak Attack, ein D6. Nice. Voll gut. Möchtest du den Sneak Attack für die zweite Waffe haben? Für den zweiten Angriff, das ist nämlich ein Crit.
Ja, bitte. Okay. Du machst 8 Schaden mit dem ersten. Und da du einen Crit hast beim zweiten, machst du sogar mehr als nur 4. Bei einem kritischen Treffer macht ihr einen ganz normalen Würfel. Normalerweise macht das Programm das automatisch, aber das ist jetzt wahrscheinlich wegen dem Advantage nicht automatisch gemacht worden. Aber ich erkläre euch das ganz kurz. Angenommen, ihr trefft, dann würfelt ihr ganz normal Damage und kriegt zusätzlich das Maximum, das der Würfel ausspucken könnte, nochmal obendrauf. Das heißt, du machst mit dem zweiten Schwert nicht nur 4, sondern 10. 4 plus 6. Bei Sneak Attack geht das Ganze auch. Das heißt, 5 plus 6, weil du crittest. Auch der Sneak Attack Damage wird erhöht. Das heißt, du machst 8 plus 10 plus 11. 29 Damage. 29 Damage, ja. Und du darfst mir jetzt ganz genau beschreiben, wie du dieses Skelett tötest. Ich habe sehr wuchtig ausgeholt, wollte die Gunst der Stunde natürlich nutzen, unerkannt anzugreifen. Die beiden Messer gehen wie durch Butter. Die Knochen zerspringen und Knochensplitter fliegen mir um die Ohren. Ich drehe mich zu den anderen drei Mitschreitern um und verbeuge mich einmal ganz kurz. Ist der Combat vorbei? Der Combat ist noch nicht vorbei. Ihr dürft ganz kurz roleplayen. Jetzt passieren 2 Dinge, die ich kurz vorbereiten muss. Okay, ist da. Ich darf mich aber immer noch nicht bewegen, oder? Ihr seid noch im Kampf. Sauberer Tim. Ich hab mich verschluckt. Sauberer Haraldo, Haraldo schaut den brüllenden Barakas und sagt: Ist ja gut, ist ja gut. Zuerst einmal, jetzt wo ihr so tief in diesem Gewölbe drin seid, habt ihr das Gefühl, dass die Rabengeräusche langsam verschluckt werden. Stattdessen hört ihr das. Und wenn das zu leise für euch ist, könnt ihr das in der Playlist oben rechts nochmal lauter machen. So. Hören das alle? Männer, seht ihr was hier unten? Ich kann rechts und links von uns nichts erkennen. Und noch ehe Haraldo den Satz zu Ende spricht, hört ihr Geräusche, denn in dem Moment, wo das Skelett zu Boden fällt und die Knochen diese Fallgeräusche durch die Gewölbe echoen, hört ihr links und rechts und um euch herum. Stöhnen von untoten Kreaturen und noch mehr Knochenklappern, die allesamt in eure Richtung zu kommen scheinen. Doch vorher, Männer, lasst uns sammeln. Ist Barakas dran. Ihr wisst, dass etwas auf euch zukommen wird. Möglicherweise von 3 Seiten. Haraldo würde Barakas und Raphael signalisieren, den linken und rechten Teil dieser Katakombe abzudecken, mit was auch immer sie entgegenhalten können. Links und rechts! Deckt es ab! Wir dürfen uns immer noch nicht bewegen, ne? Nee, du bist aber nur dran. Den Fokuspunkt. Du bist dran. Ja, du hast jetzt. Okay, ich kann halt keinen anderen sehen. Ich erkläre dir das nochmal. Also du stehst da, ihr hört, wie dieses Skelett, das Joseph gerade getötet hat, zu Boden fällt und dann hört ihr von allen Seiten, links, rechts und geradeaus Geräusche und etwas auf euch zukommen. Und du stehst da mit deinem Bogen und du weißt, es kommt gleich. Na gut, aber wenn ich nichts sehe, dann ich mache mich kampfbereit. Alles klar, Haraldo. Ich gehe quasi hier so an die Ecke, wo ich bin. Kannst du den rechten Teil gar nicht sehen? Also kannst du die Katakombe nicht sehen, wo die Treppe unten ist? Ist bei dir alles dunkel?
Ja doch, aber ich könnte die ja von da aus nicht sehen, weil die ja die Treppen unten sind, oder? Haben wir nicht so einen Ready-Action? Den hast du doch letztens auch gemacht. Du kannst die Kreatur hier sehen. Ah, okay. Du siehst den Kopf, den... Okay, ich dachte, ich kann die beiden nicht sehen. Vorne ist ja auch einer, ich dachte, ich kann die nicht sehen. Wenn du das Gefühl hast, du kannst ja was nicht sehen, frag einfach zur Sicherheit nach. Okay, okay. Nee, dann habe ich den gesehen und sagt, da, rechts, die Treppe runter, da ist einer. Und ich spanne meinen Bogen. Ich kann den gar nicht treffen. Du kannst dich doch bewegen. Achso, ich darf mich bewegen? Du bist dran. Klar. Ja, klar. Ich kann mich irgendwie nicht bewegen. Du hast die falsche, du musst oben links das Dings auswählen, neben der Figur, dieses Auswahlding. Und dann kannst du dich bewegen wahrscheinlich. Ah, lol, okay. Ich stelle mich hier hin und schieße quasi in den dunklen Gang hinein. 45 Fuß lang. Ja. Ich sehe halt, noch nichts, Leute. Ich bin halt immer noch blind. Ja, du siehst einfach, wie Barakas sich vor dich stellt und in die Dunkelheit schießt. Der Pfeil verschwindet einfach im Nichts für dich. Ja. Und macht dabei folgendes Geräusch. Der Schuss, den du gerade abfeuerst, ist ein bisschen schwerer als sonst. Prinzipiell, wenn Kreaturen mal Deckung haben, sehr verborgen sind oder ähnliche Konditionen, kann sich das auf den Angriff auswirken. Nichtsdestotrotz triffst du diese unbeholfene, torkelnde Kreatur. Und das ist auch wieder ein guter Moment für Kampfmusik, falls ihr die noch nicht habt. Du darfst Damage rollen. Oh Mann, oh! Ist doch gut, oder? Ja, ist das gut? Naja, klick mal drauf, dann siehst du, was die Formel ist. 1d8 plus 4, das heißt, du hast nur 2 gewürfelt plus 4. Hm. Nun, das ist schlecht. Okay, möchtest du den Rest deines Movements benutzen? Also ich bleib hier stehen, ne. Okay, dann an der Stelle wieder den Pfeil austragen. Oder einfach nur jeden zweiten Pfeil austragen, weil du ja weißt, dass du die Hälfte ungefähr wiederholen kannst, wenn du das halt auch machst. Dann mache ich das lieber, alle zwei Pfeile. Okay. Hauptsache, du vergisst das nicht, ne? Nee, warte mal, ich mach's jetzt. Inventory. Raphael. Peel. Ja, ich sehe immer noch nichts. Ich würde mal hier hinlaufen. Haraldo guckt fragend Raphael an. Was? Wo läufst du hin? Weil er ihm vorher gesagt hat, dass er bitte nach links gehen soll. Ja, ich habe halt gesehen, wie Barakas jetzt da hingeschossen hat. Ich will ja auch sehen, was da ist. Haraldo guckt immer noch fragend Raphael an und fragt, ob er die Aktion hier sabotiert und zieht seine Axt. Was soll das? Okay, ich gehe schon. Ja, ich gehe wieder zurück. Ich sehe halt nichts. Ich bin wirr. Ja, in dem Moment, wo Haraldo laut brüllt, noch einmal in eure Richtung. Männer, ich höre zwar das, was ihr hört, ich sehe aber nicht das, was ihr seht. Haraldo sagt ihm, halt dich doch einfach auf der linken Seite bereit, närrischer Zauberer! Brüllst du das? Ja! Das donnert durch das ganze Gewölbe. Du hörst ein schweres Seufzen von Kane und erneut von mehreren Richtungen. Tatsächlich hörst du sogar, wie etwas Lautes poltert, als wenn ein Sargdeckel zu Boden fällt und noch mehr aufsteigt. Aus Wut, schmeiß ich ein paar Feuerbälle links sieht in Richtung linker Treppe. Einfach ins Blinde. Du könntest auch deine Ready-Action nutzen, ne? Was? Meine Ready-Action wäre in dem Fall dann? Naja, statt zu sagen, ich schieße ins Blinde, könntest du sagen, sobald ich etwas sehe, schieße ich. Damit du ein Ziel hast. Ja, dann mache ich es natürlich so. Ja, dann
sag ich dem Haraldo nochmal, während ich mich fertig mache und man schon wieder so leichte, meine Fingerspitzen glühen sieht. Haraldo. Auf der linken Seite ist noch nichts. Und man sieht auch noch nichts. Haraldo hört nicht zu. Frei. Haraldo hört einfach nicht zu. Haraldo steht einfach da in der Kampfstellung, hält seine Axt, guckt nach links, nach rechts. Und du hast nicht das Gefühl, dass er dir zuhört, Raphael. Und die 6 Sekunden sind so langsam vorbei. Möchtest du deine Ready Action nutzen dafür? Ja. Okay. Bei so etwas musst du ganz genau den Trigger, also die Kondition, unter wann das erfüllt wird, angeben. In diesem Fall nehme ich an, ist es, sobald du einen Gegner siehst, schießt du? Ja. Okay. Ich guck halt in Richtung linke Treppe. Ich kann da noch erkennen, dass da irgendwie ein Gang ist ins Dunkle. Und sobald sich da irgendwas bewegt, kriegt der Feuerbälle ins Gesicht. Alles klar. Ganz kurz, ich muss eben kurz für 30 Sekunden weg. Ich bin sofort wieder da. Ja, Entschuldigung. Ich bin ja eh dran. Ja. Tatsächlich bist du dran, ja. Okay, Haraldo ist aufgebracht von der Inkompetenz unerfahrenen Kämpferkollegen, die für teuer Gold angeheuert wurden. Und ist wütend. Haraldo ist wütend jetzt. Durch den Alkohol und durch die aktuelle Situation fällt er in eine Art Raserei. Rennt zum oberen Teil der Gruft, positioniert sich am oberen Teil der Treppe. Und da ist dieses rostige Gitter vor. Aber das sieht nicht so aus, als ob das irgendwie in Angeln hängt. Du würdest davon ausgehen, dass du das einfach aufkicken könntest. Genau. Haraldo öffnet das Gitter. Er macht es auf. Er tritt es auf. Ja. Nimmt seine Axt in beide Hände, positioniert sich im Ausfallschritt davor und murmelt wütend in seinen Bart. Du kannst nicht vorbei. Mach mal nochmal einen Athletics-Check. Bricht sich das Bein und... Warte. Athletics. Also wenn du eine 1 würfelst, dann verheddert sich das jetzt. Oh. Nice! Okay, ja, und du trittst das mit voller Wucht auf, sodass das auf der einen Seite, wo es noch in den Angeln ist, schon halb rausgebrochen ist dann. Und okay, mit voller Wucht gegen die Wand scheppert. Okay, der ist richtig sauer. Ich mache eine Ready-Action auf alles, was in meinem direkten Umkreis ist. Das bedeutet, ich habe die Axt bereit, dass alles, was direkt in dem direkten Umkreis wäre, was in meiner Nähe wäre, wenn sich das auf mich zubewegt, das angegriffen wird. Auch Freunde? Nein, aber nur Skelette. Okay. Selbst wenn, du könntest dich immer dazu entscheiden, das zu ignorieren und doch nichts machen. Genau. Okay. Alles klar. Bevor Joseph dran ist, hört ihr, wie mehrere Kreaturen in eure Richtung stampfen. Habe ich den Typen da rechts getroffen eigentlich? Ja. Ja, ja. 6 Schaden hast du noch gemacht. Der Pfeil steckt sogar noch in der Schädeldecke. Bebe. Nice. Raphael? Du zielst immer noch auf die Treppe, ja? Mhm. Dann siehst du jetzt, wie ein Zombie hochgetorkelt kommt. Ja, der kriegt volle Breitseite einfach. Volle Sau. Oh, ich liebe dieses Artwork. Nice. Sieht echt schön aus, ja. Macht einen Attack Roll. Ich sag halt noch Vorsicht und so wie ich, also beim Vorsicht sagen, kriegen die halt schon. Ne? Uff. Die Axt hat er letztes Mal aufgehoben. Darf ich gleich Damage machen, oder? Du darfst Damage rollen. Und dann entfernen wir dir noch die Concentration Condition. Ich habe dir die gegeben, weil wenn du einen Zauber vorbereitest für eine Ready Action, kriegst du auch Concentration, weil du dich die ganze Zeit darauf konzentrierst, bis du den einsetzt. Mhm. Ist das beim Angriff mit einer Melee auch so? Nein, das ist nur für Zauber. Okay. Du musst dir das so vorstellen, in dem Moment, wo er sich dahingestellt hat und gesagt, ich mache meine Feuerkugel, wenn was kommt, hat er schon angefangen, den vorzubereiten. Also man hat schon die Flamme in seiner Hand gesehen quasi.
Deswegen die Konzentration. Okay, 7. Nice. Die Flamme trifft die Kreatur. Und torkelt etwas zur Seite. Leicht kokelnd. Dann von der rechten Seite stampft der hoch, der mit dem Pfeil in der Schädeldecke getroffen wurde. Beide bleiben kurz vor jeweils Barakas und Raphael stehen. Eieiei. Und ihr habt vielleicht gesehen, dran, ne? Dass, noch nicht ganz, dass die sich zweimal bewegt haben. Auch Gegner können zum Beispiel dashen. Es passiert noch mehr. Haraldo. Aus dem finsteren Schwarz dieser unteren Kammer kommt ein Skelett in deine Richtung. Es befindet sich jetzt in unmittelbarer Reichweite. Ich würde es angreifen mit dem Ready-Check natürlich, mit der Axt. Ja. Gut, warte. Kann ich einfach auf Großaxt wählen? Rollen? Ja. Oh wow. Ui. Was geht mit dir, Alter? Nice. Achso, für den Bart. Ja, das ist halt so wild, Leute. Beruhig dich, mach weiter. Also, du darfst mir ganz genau beschreiben, was du machst, als dieses unbeholfene Skelett sich langsam da hochschleppt. Haraldo ist von Wut, also sein Gesicht ist hochrot, aber man könnte meinen, es liegt am Alkohol. Es ist aber eher die Kombination aus Wut und Alkohol. Und der Gedanke daran, dass er nur noch 3 Schluck in seinem Flachmann hat, treiben ihn zu absoluter Weißglut. Er sagt: Ich sagte, du kannst nicht vorbei! Und zieht seine Streitaxt von oben nach unten und versucht, das Skelett in der Mitte zu spalten. Click auf Damage. Okay, die Treppe ist jetzt auch kaputt. Die Axt schneidet sich durch den Schädel, mehrere Rippenknochen, nein, tatsächlich sogar durch die Wirbelsäule, ganz genau im Zentrum. Bis hin zum Becken und komplett durch. Du schlägst so präzise und stark, dass sogar Funken dabei sprühen. Das Skelett fällt um. Haraldo gibt nur ein wütendes Schnauben von sich. Ich klatsche 2 in die Hände. Leise. Und was machst du mit den Waffen, die du hältst? Die werfe ich natürlich kurz hoch, um eine Sekunde Zeit zu haben, um zu klatschen. Möchtest du das wirklich tun? Oh nein. Nein. Auch nein. Schwert im Kopf. Don't do this. Sachen, die man als Spieler nicht hören will. Möchtest du das wirklich tun? Ja, ich möchte es tun. Okay, dann mach, really? Bitte, du wirfst das hoch und mach gerne ein Klatschgeräusch. Während die Schwerter in der Luft fliegen. Normalerweise könntest du das nicht, weil du normalerweise nicht dran bist. Aber ich gebe dir das jetzt als deine Reaktion auf dieses epische Event. Das ist okay. Manchmal gebe ich gratis Sachen, wenn es halt cool ist. Ne? Manchmal muss man die Regeln ein bisschen biegen. Ja. Acrobatics? Nein. Du wirfst die hoch und jetzt brauche ich einen Sleight-of-Hand-Check. Dein Fingergeschick, während du die Waffen wieder versuchst zu greifen. Okay, oh Gott, bitte. Naja. Nein. Ist okay. Er fängt sie aber mit der Klinge. Bring mich nicht in Versuchung, das ist dein Teamkollege. Du kannst beide Klingen fangen. Aber eine wäre dir fast aus der Hand gerutscht. Hm. Das hat sich gelohnt. Haraldo hat das übrigens nicht gesehen. Das hat keiner gesehen. Alle Zombies vorm Gesicht. Denn seine stark geschwollene Halsschlagader hat sein Blickfeld beeinträchtigt. Weil es so pocht.
Und dann bist du auch dran, Josef. Ja, ganz kurz. Ja. Es sind, wir haben jetzt drei Gegner. Wie viel? Ich war jetzt ja gerade kurz nicht da. Zwei Gegner. Zwei Gegner. Okay. Ja, ich schaue zu Barakas und ich schaue kurz rüber zu Raphael und entscheide mich, Raphael zu helfen, denn er sieht so wehrlos aus. Und würde so Cunning Action. Ich würde Moment, wie viel sind's? Ich würde die 25 Fuß hingehen. Ich würde mich schräg vor Raphael stellen. Und auch hier angreifen. Zuerst mit dem rechten Schwert, dann mit dem linken Schwert. Moment, hast du gesagt, du möchtest deine Cunning Action benutzen? Die Cunning Action wäre danach. Also, ich würde danach wieder zurückgehen. Ich würde angreifen und dann relativ weit wieder zurück hinter die Säule gehen. Okay, die Cunning Action ist eine Bonusaktion. Dein zweiter Offhand-Angriff ist auch eine Bonusaktion. Du müsstest dich für eins von beidem entscheiden. Du könntest hingehen und mit zwei Schwertern angreifen und stehen bleiben oder wegrennen. Und wenn die Kreatur noch lebt, riskieren, dass sie dir hinterher schlägt. Oder okay, du greifst mit einer Waffe an, nutzt die Cunning Action als Disengage und riskierst diesen Angriff nicht. Dann greife ich natürlich nur mit einer an. Und was du auch machen kannst, ist erstmal mit einer angreifen, dich fragen, wie die Kreatur aussieht, der Zustand, und dann immer noch entscheiden. Okay. Okay. Dann mache ich natürlich das. Ja, ich hole mit dem rechten Schwert aus, als ob ich ein Tennisspieler wäre. Da ist eine Säule, also bang! Ja. Knallst gegen die Säule mit dem Schwert. Entschuldigung, so? als ob ich zur Vorhand ausholen würde. Ja. Und ziele auf den Hals vom Untoten. Und schlage zu. So. Das trifft. Okay, ich gehe einmal auf Damage. Okay. Deine Klinge schneidet sich in den Hals und hinterlässt eine tiefe Wunde. Die Kreatur hat mehrere tiefe Wunden. Es ist ein Zombie, es ist schwer zu sagen, was da wirklich tödlich ist. Aber ein bisschen braucht man wohl noch. So viel kannst du feststellen. Raphael hatte 7 Damage an dem Zombie gemacht, ne? Mit dem Firebolt. Okay. Shit. Ich hole mit dem linken Schwert aus und ziele auf die genau gegenüberliegende Stelle am Hals. Ja. In der Hoffnung, den Hals, den Kopf abzutrennen. Nice. Und du müsstest auch in Range für Sneak Attack sein. Ich glaube, Raphael steht tatsächlich innerhalb von 5 Fuß zu dem Zombie. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist ganz knapp. Was meint ihr? Ist ein bisschen schwer zu measuren. Ja, so passt schon 5 Feet. Ich würde es dir erlauben. Und du brauchst nicht unbedingt Advantage. Wenn ein Feindesfeind innerhalb von 5 Fuß dieser Kreatur steht, könntest du Sneak Attacken. Das ist die zweite Condition. Okay. Okay, ja.
Ach so, warte mal, ein Feindesfeind, also mein Verbündeter, in dem Fall Raphael. Reicht es, wenn einer dort steht? Ich dachte, es wären zwei, die okay, pass auf. Auf einen Gegner. Entweder du hast Advantage auf deinem Angriff oder eine andere weitere Kreatur, die dem Ziel, das du angreifst, gegenüber feindlich gesinnt ist, steht in 5 Fuß Reichweite. Das sind die zwei Konditionen. Danke. Got it. Okay, dann. Alles klar. Nochmal 5. Ja, jetzt muss er doch liegen. Jo. Okay. Du stichst mit beiden Klingen rein und schneidest sogar große Stücke Fleisch aus dem Hals. Der Kopf knickt zur Seite ab. Fällt schon fast komplett ab. Und du bist dir sicher, dass diese Kreatur normalerweise sterben müsste. Dennoch steht sie immer noch da. Mit diesem komplett zur Seite geknickten Kopf. Und fällt nicht um, zu deinem Entsetzen. Nein. Ich gucke zu Boden und bin erschüttert. Rufe nach Raphael. Ich bin noch nicht dran. Ja, ich guck dich auch ein bisschen verdutzt an, dass das noch nicht gereicht hat. Und Kane ruft: Manchmal wollt ihr einfach nicht umfallen! Bin ich? Wenn Josef sich nicht mehr bewegen möchte? Wait, okay, ich... Wenn du dich bewegst, hat er die Chance, dich anzugreifen. Ja, genau. Ich bleib stehen. Barakas. Ich sehe ja den einen Zombie auf mich zulaufen, oder? Der steht ja noch nicht direkt vor mir, oder? Der steht vor dir. Da, wo er ist. Ach, der ist so schnell dahin gekommen. Genau. Ich habe euch vorhin den Hinweis gegeben, dass auch Gegner dashen können. Also ihre Aktion benutzen, um nochmal zu rennen. Oh, ich habe gerade einen Bogen in der Hand. Richtig. Das bedeutet auch, dass du auf Disadvantage angreifen würdest, weil der direkt vor dir steht. Und dann ist es schwer zu zielen. Ich kann ja immer meine Aktion ausführen und dann noch weggehen. Kann ich das denn anders machen, dass ich einen Schritt zurück mache und dann schieße? Ganz genau. Du könntest das auch aufteilen, wie du möchtest. Bewegen, schießen, bewegen zum Beispiel. Wie meinst du bewegen, schießen, bewegen? Du könntest dein Movement, alles was du an Bewegung hast, frei aufteilen zwischen deinen Aktionen. Wie viel Bewegung habe ich denn? Dreimal? Du hast also die Möglichkeit, wie oft du dich bewegst, ist unendlich. Du hast einen Pool an Bewegungspunkten, das siehst du oben in deinem Charakterbogen. Das sind 30 Feet Normal und 30 Feet Fly. Und du kannst die aufteilen, wie du möchtest. Du kannst dich zum Beispiel 10 Fuß bewegen, angreifen und nochmal 20 Fuß bewegen. Ah, sehr gut. Okay, pass auf. Ich habe mitgekriegt, dass er da auf mich zukommt. Ich mache 10-Fuß-Satz nach hinten. Oder auch nicht. Lande, also aus dem Sprung heraus, spanne meinen Bogen. Bevor du das tust, brauche ich deine Armor-Class. In dem Moment, wo du nach hinten gehst, schwingt dich halt an. Die Hand des Zombies in deine Richtung. Und ihr merkt, so langsam gebe ich das nicht mehr als Tipp vor. Ja, war jetzt auch oft genug, ja. Es wird schwerer, ne? Am Anfang helfe ich euch noch, aber... 15, ja. Oder? Ist ja, 15 dein Armutlass? Okay. Dann trifft dich die Kreatur. Für 5 Bludgeoning Damage. Muss ich jetzt was eintragen hier? Du musst jetzt auf dein Token klicken. Mit Rechtsklick und dann siehst du das grüne Feld.
wo deine HP drin stehen. Und dann gibst du einfach. Von 20. Da gibst du einfach minus 5 ein. Und dann macht er das automatisch. Okay. What the fuck? Okay. Aua! Aber der Sprung ist trotzdem. Den Sprung habe ich trotzdem geschafft, ne? Ja. Okay. Dann spanne ich trotzdem angeschlagen, wie ich bin. Wo hat er mich getroffen? Bist du rückwärts oder hast du dich also bist du mit dem Rücken oder mit dem Förderteil? Ich hab rückwärts. Nee, ich bin rückwärts gesprungen. Okay, dann hat er dich einfach an der Brust mit einem Slam erwischt. Einfach mit der Faust. Okay. Ich lande, schaue auf, spanne den Bogen und schieße. Ja? Mhm. Bam! Du triffst. Klar. Wo zielst du hin? Auf den Hals. Wie immer. Der Pfeil landet im Hals. Bist du fertig? Ich denke schon. Ich glaube, ich bin safe bei Geraldo. Hm. Prinzipiell, wenn euer Zug beendet ist, könnt ihr das auch direkt sagen. Ja, ich könnte ja jetzt nicht noch einen Pfeil hinterher schießen. Nein, aber wenn du noch Bewegung über hast, könntest du dich noch weiter bewegen. Ich glaube, ich stehe da ganz gut. Okay. Ich habe ja auch gesehen, dass der andere getroffen hat. Ja, das weiß ich ja, dass der andere auch getroffen hat. Du könntest zum Beispiel, wenn du davon ausgehst, dass von hier nichts mehr kommt, dich hier hinstellen mit dem Rest-Movement, dann müsste dieser Zombie nämlich, falls er dich angreift, wenn du noch weiter hier stehst, an Geraldo vorbei, würde potenziell aus Geraldos Reichweite rennen und Geraldo hätte die Möglichkeit, hinterherzuschlagen. Oder Raphael. Das funktioniert aus beiden Seiten. Du kannst auch stehen bleiben. Ich nehme diesen Tipp an. Ich nehme diesen Tipp an. Okay. Ich bin ja eh ein bisschen angeschlagen. Aber der Zombie müsste ja tot sein, oder? Nee, der steht da noch. Wie, der steht noch? Er steht noch. Ein Pfeil in der Schädeldecke, einer im Hals und der gurgelt so ein bisschen. Ey, der hat massiv Damage gekriegt. Ja. Raphael. Ja, das Leben der Feuerzeug Raphael wundert sich halt immer noch, dass er immer noch irgendwie so steht und verdutzt. Mit so ein bisschen Zorn wirft er den halt nochmal ein paar Feuerbälle ins Gesicht. Eine 8. Das ist halt eine 2 gewürfelt, oder? Ach du Scheiße, was? Auch ich muss dich nochmal darauf hinweisen, dass du gerade einen Fernkampfangriff machst. Das heißt Disadvantage. Weil der in Reichweite steht. Ja. Was soll ich denn sonst machen, Bruder? Vorher dem wegrennen. Eine Backpfeife geben? Und das könntest du auch machen. Wenn ich wegrenne, kann er mich angreifen. Und wohin soll ich rennen? Hinter mir steht halt auch ein Zombie. Und wenn du eine Backpfeife gibst, machst du minus 2 Schaden. Oder so. Also, ja, du hast die Wahl, einfach auf Disadvantage zu schießen. Ich meine, Zombies haben jetzt nicht die beste Armor-Class. Du musst nochmal auf das Minus klicken, wenn du das so machen möchtest. Ach so. Okay. Es bleibt bei der 8 und die 8 trifft. Für 2. 2 Schaden, Alter. Meinst du Streichhölzer oder was? Eine Streichholz-große Flamme verbrennt leicht die Nase des Zombies. Und du hast das Gefühl, dass er kurz davor ist, einzuknicken und zusammenzusacken. Aber irgendwie bleibt er immer noch stehen. Ich habe jetzt keine Action, die ich irgendwie noch machen könnte, ne? Du hast noch dein Movement. Weil kann ich mein Movement auch dafür nutzen, meinen leuchtenden Stab zu nehmen und dem einfach die Rübe weg zu... Das wäre eine Action, es sei denn, dein Stab hat eigenes Movement. Ja,
Ja, das wäre halt eine Action, aber... Du hast auch keine Bonus-Action. Alle deine Zauber sind Actions, außer Shield. Ja, ich würde halt... Also, wenn ich mich noch bewegen darf... Ja. Sag mal, wie oft wollt ihr euch denn noch verfickt nochmal von solchen... Jetzt muss ich aber mal kurz intervenieren. Ey, wie oft wollen wir denn Schaden nehmen, wenn ihr fucking in der Nähe von solchen Zombies steht? Wartet doch einfach ab, Entschuldigung. Jedes Mal, wenn hier irgendwer wegspringt, weggeht, rumläuft, dann kommt der Zombie halt und macht... Ja. Naja, naja, ist so. Ich frage mich ja, die ganze aber, Zeit, sag mal... Ja? Reicht es aber nicht? Das, ja, aber Haraldo weiß doch nicht, dass Haraldo von Ötti jetzt gleich irgendwie noch eine 20 würfelt. Haraldo ist halt verunsichert, weil der 50 cm vor seiner Nase einen Zombie hat. Nee, Haraldo meinst Raphael, hat oder? Raphael und hat so. gerade ordentlich seinen Feuerball verkackt. Und der will halt einfach weg vom Zombie und würde sich deshalb einfach hinter Josef stellen. Oh mein Gott, Junge. In dem Moment, okay. Wo du dich von dem Zombie entfernst, siehst auch du... Ich entferne mich ja nicht, ich gehe nur einen Schritt zur Seite. Du bist außerhalb der Reichweite. Du hast die effektive Reichweite des Zombies verlassen. Du warst sowieso schon an der Grenze. Ja. Deswegen siehst auch du, wie die Faust des Zombies in deine Richtung fliegt. Nochmal kurz für euch, damit ihr das versteht. Diese Opportunity Attack, so nennt man das, wenn etwas wegrennt aus deiner eigenen Angriffsreichweite im Nahkampf, dann ist das ein Opportunity Attack. Um den zu benutzen, kann eine Kreatur seine Reaktion nutzen. Manche Sachen funktionieren mit Reaction, das steht dann immer dabei bei euren Fähigkeiten. Im Normalfall hat eine Kreatur nur eine Reaction, bevor sie wieder dran ist. Das heißt, wenn jetzt Josef nochmal wegrennen würde, würde im Normalfall nichts mehr passieren, nur damit ihr das versteht. Mhm. Okay. Die Frage ist halt, wie spielen wir das am besten? Spiele ich das, wie Raphael das machen würde? Immer. Oder immer wie dein Charakter das machen würde. Oder sage ich halt, okay, das ist jetzt ein taktisches Brettspiel. Wenn er mich nicht angreifen soll, bleibe ich jetzt stehen. Du kannst das so spielen, wie du das für richtig hältst. Ja, also Raphael hat es für klug empfunden, einfach ein bisschen Abstand zu nehmen. Genau. Und wenn du merkst... Deswegen habe ich das gemacht. Genau. Und wenn Raphael merkt, dass das negative Konsequenzen mit sich zieht, kannst du das ja dann in Character als neue Strategie ausspielen. Ja. Also, die Faust schlägt in deine Richtung und dein Armor Class ist... Das, was dieses Schild ist, ne? Ja. 11. Okay, auch dich trifft die Faust. Für 5 Bludgeoning Damage. Okay. Diesmal ins Gesicht, also flach. Half-Life nur noch. Okay. Haraldo. Haraldo steht immer noch an der Treppe und blickt in die Dunkelheit. Kann aber nichts erkennen. Kann ich als einfach so, also muss ich jetzt eine Bonus-Action oder sowas für ein Perception würfeln? Oder? Die Search-Action ist eine volle Action, wenn du, also okay. Du würdest dich komplett darauf konzentrieren, alles abzusuchen. Okay. Alles klar. Also würde ich das nicht machen, weil wir müssen diese Zombies jetzt aus dem Weg räumen. Ja, was Haraldo, du aber... Du kannst mich auch noch mal prinzipiell fragen, ob du vielleicht so schon was hörst. Vielleicht ist die ja genau. Gar nicht notwendig. Kann ich im unteren Bereich der Treppe etwas erkennen? Oder erkennen, kann ich das hören? Erkennen auf den ersten Blick nicht. Aber du hörst immer noch von da unten und Knochen klappern. Okay. Ich höre, dass da unten noch mehr Giger sind und berichte Barakas, dass er sich weiter von dem Treppeneingang distanzieren muss. Barakas, du musst ein paar Schritte zurück, hier kommt noch mehr! Alles klar. Daraufhin drehe ich mich um Richtung Zombie, der von rechts kommt, 15 Fuß entfernt, und bewege mich auf ihn zu mit der Absicht, ihn niederzustrecken. Ja, mit einer leichten Geschwindigkeit, um in einen wuchtigen Schlag zu verfallen, wenn ich dort ankomme. Ja. Mit meiner Großaxt mache ich einen Angriff. Das trifft. Damage. Wow.
Nice. Du darfst mir beschreiben, wie du diese Kreatur tötest. Haraldo läuft auf den Zombie zu und macht so eine Art Overhand-Hieb, wo er von der Schulter rechts oben bis zur Bandscheibe unten ihn in der Mitte teilen will. Und ruft dabei: Ich hab die Schnauze von euch voll! Und zieht den Schlag durch. Leblos fällt die Kreatur zu Boden. Die letzten Meter benutzt Haraldo, um zu Kane. Obwohl, Moment, stopp. Die letzten Meter, was bin ich jetzt hier gelaufen? Warte mal, 15 waren das, ne? 15, glaube ich. Ja. 15 Fuß und ich kann laufen 25 Fuß. Die letzten 10 Fuß, was sind 10 Fuß ungefähr, geht Haraldo zurück zum Treppeneingang, wo er die Untoten gehört hat. Mhm. Hier oben. Mhm. Okay. Dann, bevor Josef wieder dran ist, macht sich jetzt Kane mit seiner Schaufel auf und versucht, nach dem Zombie zu schlagen. Er schwingt allerdings komplett vorbei. Ich habe mich noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt. Danach. Oh. Barakas, warte mal ganz kurz. Nachdem der Totengräber das gesagt hat, guckt Barakas Haraldo an, zeigt auf den Totengräber und sagt: Aber über uns lachen, hä? Haraldo ist so in Wut, dass er das wieder nicht wirklich ganz mitbekommt. Und das nur mit einem mit dem Fokuspunkt auf die Endstufe der Treppe beantwortet. Okay. Danach, Josef, siehst du, wie der Zombie zwischen dir und dem Totengräber hin und her guckt, bevor er sich dazu entscheidet, zu schwingen. Das war jetzt zum Beispiel ein Hinweis darauf, dass ich sogar auswürfel, wen er angreift. Ja. Josef! Ja, ja moin. Die Faust schwingt in deine Richtung. Und das ist interessant, jetzt lernt ihr nämlich, dass auch Gegner kritten können. Oh mein Gott, Das ist ganz gut, dass ihr das so früh lernt. Josef! Die Faust erwischt dich frontal. Volle Kanne. Das finde ich so witzig. Sodass du das Gefühl hast, dass dein Gesicht vollkommen eingedrückt wird. Oh, Rippen. Zweiten Charakter schon gemacht, ja. Hast du richtig in die Schnauze. Für 11 Bludgeoning Damage. Alter. Oh nein. Das ist ganz schön viel. Ja, ich wäre weg jetzt. Okay. Ja, Moment. Oh, er war ja noch angeschlagen oder war komplett geheilt von dem Biss? Nee, ich habe ihn ja vorhin 4 zurückgegeben oder 3. Ah. Josef steht noch, aber der sieht jetzt so böse aus, dass ihr vielleicht, wenn ihr nochmal raus und wieder reingeht, nicht mehr wisst, wer von beiden der Zombie ist. Ich sehe halt das Bild von Josef und stelle ihn mir gerade total demontiert vor. Ja. Vielleicht machst du, Josef, so ein lautes Stöhnen oder so und das Blut aus deiner Nase tropft und auf den Boden. Ja. Aber du stehst noch. Okay. Oh, shit. Ich bin dran, oder? Noch nicht ganz. Oberhalb von Haraldo im zweiten Gewölberaum. Noch mehr Geräusche. Höre ich das? Oder ist das also irrelevant? An meiner Treppe oder was? Ja. Okay. Hört Barakas das oder ist das irrelevant? Ihr alle hört das. Und spätestens jetzt sieht Haraldo das auch.
Während die erste Kreatur langsam aus dem Schatten ums Eck getorkelt kommt und sich nach vorne schleppt, die Treppen hoch. Und vor dir stehen bleibt. Zu deinen Entsetzen passiert das allerdings zweimal. Denn auch hier torkelt noch einer hoch. Offenbar sind da doch mehr drin als gedacht. Der zweite Zombie stellt sich einfach auf die Knochen und bleibt auch direkt vor dir stehen. Du heilige Scheiße. Kane ruft: Es werden immer mehr! Und dann, Joseph, bist du dran. Kann er überhaupt noch was sehen? Ich will mein Gesicht nicht mehr, Freund. Ich muss gerade an diese Babyspielpuppe aus dem Internet denken, wo das Gesicht so eingedrückt ist. Nanny. Ich muss hier raus. Ich sterbe hier. Bruder, wenn du dich jetzt bewegst, schwör dir, ich trete dir persönlich den Kopf ein. Bruder. Bruder. Er wird halt sterben. Ja. Ja. Also, ich bin sichtlich verwirrt. Ich bin sichtlich verwirrt. Gehe 5 Fuß hier rüber. Höre, was Geraldo zu mir sagt. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Okay, gehe 5 Fuß hier rüber, dreh mich einmal um zu den anderen, schaue hilfesuchend, schaue ich sie an, hab einen panischen Fluchtinstinkt in mir, geh fünf Fuß wieder zurück, hole mit dem Schwert aus, mit dem linken Schwert und möchte den letzten Zipfel da an dem Hals noch abschlagen. Ja. Das trifft. Damage Roll? Ja. Oh, das muss reichen. So. Du schlägst auf diese letzte Stelle, an der Hals und Oberkörper verbunden sind. Du hörst, wie die Klinge auf den Knochen schlägt und schon wieder bleibt er einfach stehen. Alter, was? Und dir ist klar, dass Zombies oder zumindest dieser anscheinend nicht so leicht zu töten sind auf herkömmliche Art. Manchmal. Solche Sachen könnt ihr natürlich auch immer hinterfragen, um vielleicht mehr Informationen zu bekommen. Das würde ich ganz gern machen. Wieso stirbt dieser Zombie nicht? Du hast den Eindruck, dass deine Klinge zwar schon Schaden anrichtet, aber das ist ein Zombie, ein Untoter. Der hat sowieso überall schon Dutzende Wunden. Und manchmal scheinen die einfach irgendwie trotzdem genug auszuhalten und nicht zusammenzusacken. Ich könnte euch die Mechanik dahinter erklären, weil ihr noch Anfänger seid. Normalerweise würde ich das nicht machen, weil ihr das selber rausfinden müsst. Wenn ihr das als Spielhilfe braucht, würde ich es ausnahmsweise mal machen. Aber ich glaube, ihr kriegt das auch ohnehin. Okay. Darf ich was fragen? Ja, immer. Josef hat sich ja eben von dem Zombie wegbewegt mit seinem ersten Movement, so wie ich das auch gemacht habe. Warum hat der Zombie denn in dem Fall nicht nach ihm geschlagen? Weil er immer noch, er hat sich ja nur bis hierhin bewegt und du siehst, dass der Zombie noch ein Stück nah dran war. Das war ungefähr die Reichweite, auf die ich eben auch Sneak Attack erlaubt habe. Das heißt, er ist noch in Nahkampfreichweite. Hätte er sich noch einen Millimeter bewegt, hätte er geschlagen. Ja. Glück gehabt. Also, nochmal, es scheint nicht an deiner Waffe zu liegen. Der scheint einfach nur
manchmal Schläge besser wegzustecken als erwartet. Liegt das an dem Ort, wo wir uns befinden? Möglich, aber mach mal einen History-Check. Den könnt ihr alle machen. For free. Okay. Okay. Diejenigen, die schon mal mit Untoten zu tun gehabt haben, können das auch auf Advantage machen. Wir hatten das, glaube ich, ja. Okay. Alle mit 10 oder höher wissen einfach, dass Zombies das so an sich haben. Unabhängig davon, wo man die antrifft. Die sind manchmal einfach schwer klein zu kriegen. Manchmal muss man da ein paar Mal mehr draufhauen. Gott, ich bin so langsam. Und Joseph, du hast ja bisher nur einmal angegriffen. Mhm. Du könntest noch einmal angreifen und ich möchte dich nochmal erinnern, du hast auch Sneak Attack als Variante. Ja. Ich greife mit diesmal ziele ich auf den Kopf. Ich möchte gerne auf das Gehirn des Zombies, also in das Gehirn des Zombies reinstechen, okay. Frontal. Das trifft? Ja. Dann noch, ich gehe auf Damage und Sneak Attack. Mhm. Okay. Beschreib mir, was du mit deiner Klinge tust. Ich sehe nicht mehr viel. Ich sehe das alles noch schemenhaft vor mir, weiß aber noch ungefähr, wo der Kopf ist, und steche mit dem linken Schwert steche ich geradezu und treffe den Zombie zwischen den Augen oder durch knapp über der Augenhöhle in den Kopf rein, dass es einmal hinten durchgeht. Und während du deine Klinge wieder hinausziehst und etwas widerliche, geronnene Flüssigkeit an der Klinge hast, hörst du ein lautes Bruch, als die Kreatur zu Boden fällt und nicht noch einmal aufsteht. Gut gemacht, Joseph. Ich sterbe trotzdem. Was? Willst du dich nochmal bewegen? Ich bewege mich auf jeden Fall noch. Ich bewege mich ein bisschen zurück Richtung Eingang. Okay. Während du das tust, passieren zwei Dinge. Und die würfeln wir aus. Zwei Mutige dürfen jetzt das Schicksal in die Hand nehmen und einen D10 würfeln. Jeweils. Ich mach das. Ich würde es auch gern machen. / R 1 D10, ne? Ja. Mhm. Yes. Obwohl, na, du weißt nicht, was das gut ist. Ja, ich weiß nicht, ob es gut ist. Okay. Ich habe nicht gewürfelt, ich habe nur was zur Seite geschoben. Das klingt nach. Ich habe nur meine Rice Cracker fallen lassen. Keine Sorge, ich gucke nur in meine Notizen. Okay. Zuallererst, Joseph, in dem Moment, wo du da hingehst, hörst du ein lautes. Sämtlicher Wind erstillt, als die Tür einfach zufällt. Du siehst ohne nicht Klinke. Mehr nach draußen. Ja, ohne Klinke. Direkt danach, vor allem, ich muss kurz überlegen, Divine Sense geht nicht mehr, ne? Das ist nur eine Action, okay. Aber ihr alle spürt das trotzdem, als wenn irgendetwas hier vor sich gehen würde. Und diese dunkle Präsenz sich ausbreitet. Und im gleichen Moment, während ihr da in diesem Raum steht,
Raphael, geht dein Licht einfach so aus? Akku leer. Sodass ihr euch jetzt in völliger Dunkelheit befindet. Kein einziges Licht scheint noch in diesem Raum. Raphael ist komplett blind. Kane ist komplett blind. Diejenigen unter euch, die mit Dark Vision gesegnet sind, erkennen nur noch die grauen, schemenhaften Silhouetten des Gewölbes und ihrer Mitstreiter. Und erneut hört ihr knochenartige Bewegungen und stöhnendes Zombie-Klagen. Barak. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Beruhig dich. Wir helfen euch. Frage für mein Verständnis. Da eine Wand zwischen Barakas und den Zombies ist, ist er in Angriffsreichweite da? Welche Wand meinst du? Er hat ja hier so eine, hier ist ja so eine Wand. Können ihn die Zombies angreifen, wenn er sich hier bewegt? Nein, das Cover reicht. Das ist kein Problem. Bin ich dran? Ja. Okay, ich weiß ja immer noch, dass das Haraldo mir gesagt hat, dass da was aus dem Treppenaufgang kommt. Ich mache ein Movement um circa 10 Fuß Richtung Raphael, um mich zwischen Raphael und Haraldo zu platzieren. Ich ziele auf den linken Zombie an Haraldo vorbei und schieße. Okay. Was denn? Der linke Zombie von den beiden da? Ja. Der ist der linke. Der ist nicht tot, der steht auf dem Skelett. Das sind zwei neue. Okay. Bam! Ich schieße. Der Pfeil zischt, weil Haraldo glücklicherweise so klein ist, über seiner linken Schulter an ihm vorbei und trifft den Zombie direkt in den Brustkorb. Oben so, dieser kurz unterm Kehlkopf. Ja. Und dann hört ihr auch ein lautes Seufzen von Kane. Oh, ihr müsst euch das vorstellen, der hat keine Ahnung, was passiert. Er hört nur dieses in der Dunkelheit. Und Haraldo hat auch noch zusammen. Haraldo hat auch noch an seinem Ohr so ein gehört. Okay. Good job. Der Pfeil landet direkt da, wo du möchtest. Und trifft den Zombie gut. Wenn du dich nicht mehr bewegen möchtest, kannst du sagen, ich bin fertig. Ich bin fertig. Wundervoll. Raphael. Ich denke, ich kann hier stehen bleiben, sorry. Ich bin verwirrt, ich sehe nichts und ich versuche, das Erste, was ich mache, ist versuchen, mein Licht wieder anzumachen. Ich klopfe mit meinem Stab wieder auf den Boden und sage Lumos. Mhm. Und versuche, das Licht wieder anzumachen. Würfel bitte einen D100. Okay, dafür habe ich jetzt, da gibt es keinen Dings, ne? Nee. Das ist R1, D100. Ja. D100 sind meistens so Wahrscheinlichkeitswürfel, also 1 bis 100, so für Prozent oder so. 1, D100. Okay. Du sagst das und das glimmert kurz auf. Dein Stab fängt an zu leuchten. Aber du siehst, dass das Licht, obwohl es magisch ist, schwächelt. So als ob es relativ bald wieder verschwinden könnte. Und diese dunkle Präsenz, die hier zugegen ist, sie erneut zu verschlucken droht. Ja, also es war jetzt schon eine Action. Ja. Ich kann jetzt eigentlich mich nur noch bewegen und ich würde... Und ich würde zu Kane laufen mit meinem Licht. Mhm. Und muss den Zug beenden. Okay.
Wofür ist das Template? Ich versuch's schon gerade wegzukriegen. Okay. Stress dich nicht. Harry. Also wenn Warum du Hilfe brauchst, gemacht? Du klickst, wahrscheinlich war das von Light. Wenn du Hilfe so, brauchst, ja. Du klickst oben links auf dieses Measurement Control Ding. Ja. Das rechte Winkellineal. Das war's, genau, das habe ich gesucht. Genau. Alles klar. Wundervoll. Danke. Kein Problem. Haraldo. Digga. Okay. Haraldo, gibt der Gruppe zu verstehen, mit einem Blick nach hinten, dass es jetzt hier um alles oder nichts geht. Wenn ihr hier nicht sterben wollt, dann helft ihr mir! Und tritt mit der Absicht, den linken Zombie anzugreifen, auf den oberen Treppenabsatz zu. Und versperrt ihn den Weg. Und greift den linken Zombie an mit einem schwungvollen Angriff seiner Großaxt. Und trifft. Dazu benutze ich ein Smite. Das ist, glaube ich, genau, der Divine Smite. Ja. Plus Damage. Okay. 5 plus 13. Ich möchte dich daran erinnern, dass du hier gerade einen Untoten angreifst. Deswegen komme ich noch ein D8. Ganz genau. Oh, come on! Du musst dir noch den Spellslot wieder austragen. Ja, Moment. 1. Ja, hab ich. Und darfst mir beschreiben, wie du ihn angreifen möchtest. Ich lasse meine Axt von oben wieder durch seinen Schädel gleiten, um mit seinem sein Gehirn zuerst zu verletzen, und treibe es durch seinen Körper, während ich wieder einen Zauberspruch in mich hineinmurmel, und man sieht, dass die Axt anfängt zu glühen. Und die Axt treibt ihn so sozusagen noch mehr durch den Körper hindurch. Es ist so, als würde ein heiß geschmiedetes Eisen durch untotes Fleisch gleiten. Genau. Na klar. Und das ist dieses Glühen, ist dieses fast schon heilige Licht, in das die Waffe gehüllt wird. Und während du mit deiner Waffe durch den Zombie gleitest, siehst du, wie dieses Licht anfängt, das Fleisch langsam zu verbrennen. Und selbst wenn der Zombie wollen würde, hat er keine Möglichkeit, diesem Angriff standzuhalten. Anders als der andere knickt dieser hier sofort ein. Als ob dieses Licht ihn auffressen würde. Und diese Dinge sage ich immer bewusst. Das hat was zu bedeuten. Mhm. Dann habe ich... dann habe ich ja noch... Warte mal... Ich würde den letzten, also bevor ich mich mit meiner letzten Movement-Aktion nochmal vor den sicherstelle, dass niemand an diesen Treppen vorbeikommt und ich ja einfach stehe, rufe ich Kane und den anderen Leuten zu. Sie halten heilige Objekte nicht aus! Wir brauchen etwas! Weihwasser! Kreuze! Heiliges Licht! Führt ihr etwas bei euch? Und stell damit die, also schließe das ab, indem ich das hier zustelle. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Rest irgendwas gegen Untote dabei hat, aber ich bin natürlich als Paladin besonders unangenehm unterwegs da. Nun, die anderen können im Roleplay antworten. Ich hab nichts mit. Ich hab auch nichts mit. Ich habe nichts mit.
Ich glaube, meiner hat am wenigsten irgendwas mit irgendwie so sowas zu tun, ne? Also, Raldo dreht sich um und sieht einfach dreimal Kopfschütteln. Aber Kane, was ist mit Kane? Der hat eine Schaufel. Hat er vielleicht Erfahrung? Naja, kann er sein. Alles klar. Ist denn zufällig? Ich meine, er ist ja. Ich kann doch nicht der einzige Charakter sein, der hier irgendwas machen kann, ey. Ist doch Totengräber. Wir sind auf alle einem inkompetent Friedhof. Hier. Er ist doch Totengräber auf einem Friedhof. Da wird doch bestimmt auf dem Stiel irgendwie ein Logo der Kirche eingezeichnet sein, wo ein Kreuz drauf ist oder sowas. Auf der Schaufel? Ja, auf dem Stiel der Schaufel. Was? Das ist spannend. Okay. Okay. Haraldo, in dem Moment, wo du dich zurückdrehst, siehst du schon, dass der Zombie nach dir schlägt. Ach, er ist jetzt dran? Ja. Okay. Es sei denn, du möchtest noch irgendwie was machen mit deinem Rest. Nö. Armor-Klasse 16. Ja. Du siehst den Schlag von deiner rechten Seite auf dich zu preschen. Hebst deine Axt rechtzeitig hoch und die Faust landet gegen das Klingenblatt. Direkt danach. Du kannst nicht vorbei! Direkt danach hörst du Knochen klappern. Und. Ja? Oh Gott. Jesus Christ, Alter. Ja. Okay. Und hier bleibt ein Skelett stehen. Das kommt nicht mehr vorbei. Anscheinend nicht durch diese zwei Häufchen Tod und Verwesung drücken kann. Allerdings siehst du, wie das Skelett sich einen Rippenknochen rausreißt und mit dem bedrohlich vor dir stehen bleibt. So deute ich zum Beispiel Ready Actions von Gegnern an, das können die nämlich auch tun. Okay. Okay. Joseph. Rufe in die Runde. Stopp, kurze Pause. Kann Ready Action reagieren die auch auf Angriffe? Also wenn ich mich nicht bewege und nur angreife? Das kommt drauf an. Da das Skelett da jetzt steht, könntest du davon ausgehen, dass sobald du in die Reichweite kommst, der Knochen in deine Richtung fliegt. Also klar, also kann er nicht, weil ich gerade da bin und okay, alles klar. Ja. Ja, ich drehe mich zu der Runde und rufe auf jeden Fall noch. Der Kopf ist der Schwachpunkt. Und stelle mich neben Barakas und gehe in Kampfposition. Komplett blutverschmiert. Kann auch nur noch durch ein Auge so ein bisschen was sehen. Aber ich mache eine Ready Action, falls ein Zombie durchbricht, greife ich an. Und bevor du zu Ende sprichst, scheint Kane sich an etwas zu erinnern. Und er ruft: Es gibt vielleicht etwas Weihwasser! Hinter euch im zweiten Gewölbe! Auf dem Altar! Okay, dann. Im zweiten Gewölbe? Rechts von uns? Nee. Im tieferen. Die Treppe runter aus. Vor dir. Also, genau. Wir müssen erst an dem vorbei, okay. Ja, wir müssen die Treppe runter. Hattest du nicht eingangs gesagt, Snow, dass rechts und links da, wo Haraldo jetzt steht, dass dort zwei Fackeln sind? Zwei eigentlich auch? Platzierungen für Fackeln, genau, zwei Halterungen. Okay. Da könntet ihr zum Beispiel eine reinstecken. Habe ich. Also ich theoretisch kann keiner angreifen, weil ich davor stehe, ne? Also ich habe ja jetzt bewusst mich so positioniert, dass diese dämlichen Zombies sich an mir vorbeikommen und der hat mich schon angegriffen. Ja. Ich könnte. Ja, wenn sich einer hier hinstellt, so an die Seite von Araldo, dann könnte er auch noch dazwischen stechen. Das ist kein Problem.
Aber ich bin doch 30 Zentimeter größer als Haraldo, beziehungsweise 33 Zentimeter, wenn er in die Hocke geht. Ja. Könnte ich nicht einfach über ihn rüberschießen? Das könntest du tun. Würfel bitte dann aber keine 1. Oh, der arme Zwerg, der hat schon gebrannt. Okay. Einfach rechts und links davon gehen, ist doch super. Joseph, also du wartest, du benutzt deine Ready Action, ja? Ja. Alles klar. Barakas. Hugo, das bist du. Ja. Ich bin dran. Ja, ich bin dran. Ja. Nein, sorry. Ich dachte, jetzt dauert noch ein bisschen. Okay, ich mache einen Movement um 5 Fuß nach rechts. Da wollte ich nicht hin, warte mal, hier. Um an Haraldo vorbei zu zielen. Also, du bist gerade durch Joseph gelaufen. Du müsstest um ihn rumlaufen, es sei denn, du erklärst mir, wie du eine spektrale Form annimmst. Achso, ich darf ihn hier so nicht berühren, oder wie? Du müsstest halt um ihn rumlaufen. Das kostet, also warum du das machen musstest, weil das manchmal dann 8 Fuß Movement kostet, statt 5, wenn du dich einfach nur durch das Token bewegst. Achso, okay. Nee, darf ich ja. Ich kann die ja alle nicht berühren. Nein, du musst um ihn rumlaufen. Das heißt, du gehst nach oben und dann nach rechts und nicht nur nach rechts. Verstehst du? Okay, ich gehe nach oben. Ja, das ist ja, guck mal, hier sind 5 Fuß und hier sind auch 5 Fuß. Nein, du hast es nicht verstanden. Dann habe ich nicht verstanden. Nochmal, du musst einmal nach oben gehen und einmal nach rechts, weil der Weg schräg blockiert ist, verbrauchst du 10 Fuß und nicht 5. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Ich bin doch nicht dumm. Ihr könnt auch, wenn zum Beispiel ein sehr enger Raum da ist, wo nur einer reinpasst, ja, stellt euch mal vor, die Treppe ist kleiner, sodass nur ein Token dahin passt, dann könnte man sich da auch trotzdem durchquetschen, wenn das ein Freund ist, der Platz macht. Der würde sich dann an die Wand drücken etc. Allerdings würdet ihr dann doppeltes Fuß-Movement für das Quetschen brauchen. Also Quetschen funktioniert auch. Quetschen, okay. Ja, das, was ihr nur nicht machen könnt, ist direkt auf einem anderen Token stehen bleiben. Dann würdet ihr fusionieren oder so. Okay. Okay, ich spanne den Bogen. Ist das schon Disadvantage? Noch nicht. Eigentlich ist es 5. Ich würde dir, du könntest dich auch weiter hier hinstellen. Also, du hättest da immer noch genug Sicht auf die. Ich hab's nicht gesehen, wo du meinst. Weiter nach hinten, also du musst nicht so weit nach vorne, wenn du eh schießen willst. Ich kann ja nichts anderes machen. Okay, dann bin ich halt, warte mal, darf ich nochmal zurück? Ja, kein Problem. Ja, aber eigentlich, ich würde dich noch auch von hier treffen, oder nicht? Ganz genau, das sage ich dir ja gerade, dass du dich auch weiter nach hinten. Das hatte ich ja die ganze Zeit vor. Okay. Nee. Was denn? Der Grund, warum du da nicht stehen darfst, ist, weil du gesagt gekriegt hast, dass du lieber keine 1 würfeln solltest, weil du mich dann sonst triffst. Dann bist du rumgegangen, warst zu nah dran und hast gesagt, ich von hier ist es ein bisschen zu nah dran. Was ist denn jetzt? Nee, sorry. Das habe ich dann denkt. Oh, hier stehen aber auch alle blöd, ne? Du hast 25, du hast 25, also nur um als Beispiel, ne? Du hast 25 Fuß, die du sehen kannst. 30. Zurück. Ich gehe 30. 10 Fuß in die Richtung. Ja. Und 5 Fuß nach vorne. Von hier aus. Ah, okay. Ja. Eine gerade Schussbahn zu haben. Wundervoll. Und das trifft. Und wie das trifft. Alter. 18. Weil ich so sauer war. Bam. Nice. Oh, wow. In den Hals? In die Stirn. Und er hat jetzt einen Pfeil in der Stirn. Raphael. Mein Licht ist noch an? Dein Licht ist noch an. Aber wieder siehst du, wie es wie so eine Glühbirne mit Wackelkontakt kurz. Ja, aber ich kann ja erkennen, dass da bei Haraldo was geht. Ja. Ich würde so Ken sagen, komm mit. Würde dann, weil ich auch schon echt angepisst bin und will, dass die Sache vorbei ist, ich stelle mich direkt hier vorne hin. Okay. Oh Bruder, bitte keine verfickten Faustzauber, Bruder, nein! Nein! Mach doch einfach die
die Fackel an, Bro! Fackel, ich stehe doch da extra! Ich denke, ich carry seit fünf Stunden nur alle weg und alle wollen mich anschließen oder in Flammen setzen, Bruder! Ist es möglich, die Feuerbälle auch, es sind ja mehrere, für so eine Fackel zu nutzen? Dass ich sage, piu, piu, links, rechts, Fackel an? Da sind keine drin, das sind nur leere Halterungen. Das heißt, wir müssten Fackeln besorgen dafür, ja? Mehrere von euch haben Rucksäcke und Fackeln suchen drin. Jetzt. Okay, sehr gut. So, ich gehe jetzt hier vor, warte mal, ich probiere was. Ja. Könnte man die Eisnice, könnte man die werfen? Das ist auch Fernkampf, genau. Ich glaube, ich würde das mal probieren. Das ist ein Geschoss, ja, gerne. Möchtest du dich da vielleicht doch weiter für distanzieren? Sonst bist du wieder so nah. Musst du gar nicht. Ja, ich bin für die Fackel ein bisschen weiter. Ungefähr so. So ein, zwei Schritte nach vorne. Und dann habe ich ja eigentlich eine gerade Schussfläche. Auf wen zielst du? Ich würde hier hin zielen. Kann man das sehen, wo meine Maus gerade ist? Ja, aber du musst solltest eine Kreatur als Ziel wählen. Oder warte mal, was ist denn das eigentlich? Na, Raphael kennt den Zauber ja und deswegen würde er einfach in die Gruppe schießen. Ja, aber du musst trotzdem eine Kreatur als Ziel nehmen. Ja. Das ist der erste Satz auch. At one creature within range. Also ja. Such dir das Skelett oder den Zombie aus. Nee, dann nehme ich das Skelett, weil das ein bisschen weiter weg von Araldo ist. Gut. Hättest du den Zombie genommen, dann würdest du nämlich auch Araldo treffen. Dahin. Okay. Darf ich schon Damage? Du darfst Damage rollen. Du schießt, also du zielst mit deiner Hand dahin. Ich klopfe wieder erstmal mit meinem Stock wieder auf den Boden. Ja. Halte das Licht in seine Richtung und die andere Hand mit Fingern ausgestreckt halte ich in Richtung Treppe. Und aus diesen Fingern formt sich dieser blaue, spitze Kristall. Der in die Richtung fliegt und das Skelett volle Kanne erwischt. Im nächsten Moment splittert dieser Eiskristall und trifft auch den Zombie neben dem Skelett, wie so eine kleine Eisgranate. Oh! Oh, krass. Wer ist jetzt was? Das Skelett kriegt erstmal 3 Schaden durch den Kristall, der ursprünglich eintrifft. Danach explodiert der und das Skelett und der Zombie kriegen nochmal 8 Damage, wenn sie einen Dexterity Saving Throw failen. Der DC ist 14. Beide failen und kriegen den vollen Damage. 8. Nice. Very nice. Fuck you, ey. Haraldo hat kurz gezuckt. Hält sich den Bart vor Angst. Und beide sehen sehr angeschlagen aus, nachdem du diesen kleinen Treppenkorridor mit Eis füllst. Ja, ich sag dem den Kane nochmal, komm! Und Araldo sage ich, jetzt! Und dem rufe ich nochmal jetzt hinterher. Und dann ist Araldo dran. So, wait a minute. Ich habe noch das. Meine Handachse ist eine Bonusaktion, ja? Nein. Deine Handaxt ist, also wenn du damit angreifen willst, ist das auch eine ganz normale Action. Ach so, aber ich muss dafür meine Großaxt nicht weglegen. Genau, du könntest die Handaxt in einer kurz halten und dann mit der anderen freien die Handachs ziehen, wenn die an deinem Gürtel ist oder so. Wenn die im Rucksack ist, ist es komplizierter. Gut, ich positioniere mich, ich bleibe einfach stehen, weil ich ja schon vorbereitet war und greife den Zombie, der zum Teil eingefroren ist, vor mir an. Eine Frage noch, ich habe ja jetzt das Skelett getroffen. Ja. Und das stand ja so in Vorbereitung. Verliert es das dann? Nein. Okay.
Der fuchtelt immer noch mit seinem Knochen rum. Okay. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Nein, ich darf gerne immer unterbrechen, wenn du Fragen hast. Sonst lernt ihr ja nicht. Okay, stay. Ich greife jetzt, Haraldo greift jetzt den Zombie an. Und trifft. Wieder eine 20. Was geht mit dem scheiß Zwerg, Alter? Das ist eine 14. Es ist 14 plus 6. Warte mal. Stimmt, trotzdem. Krass. Scheiße, vielleicht liegt das an seinen kleinen, gemütlichen Händen, dass er besser würfeln kann. Gezinkte Würfel einfach. Warte mal, lass mich mal ganz kurz in mein Spellbook gucken. Ich treffe, nehme Damage und kann ich noch eine Bonus-Action machen? Ja. Gut, um mich... Warte mal. Kannst du mir sagen, was ich wahrnehme neben diesen beiden Kreaturen in diesem Mausoleum vor mir? Okay. Dahinter siehst du nichts mehr und du hörst auch nichts mehr. Okay. Gut, dann würde ich... Oh, scheiße. Würde ich erstmal Damage ausrollen? Ja. Und dann würde ich ein Shield of Faith auf mich casten als Bonusaktion. Also, der ist abgeschlossen. Ich weiß jetzt nicht, ob der tot ist oder nicht. Lassen wir das jetzt mal außen vor. Oder wollen wir das erstmal machen? Du darfst dich entscheiden, ob du erst angreifst oder erst zauberst. Ich greife erst an. Okay. Du darfst mir beschreiben, wie du die Kreatur tötest. Haraldo hat mit blutverschmierten, untotem, blutigen, dunkel, also ist ja so ein schleimigem Gesicht. Erneut seine Axt in die Luft und spaltet den Zombie vor ihm. Sodass mittlerweile vier unterschiedliche Zombie-Hälften vor ihm liegen und sich wie Mikado zusammenfügen. Ja. Daraufhin ruft er Uno! und lässt die Axt durch ihn durchgleiten. Okay. Als Bonusaktion kommt Protection from Evil and Good. Oh nee, das war's nicht. Nevermind, sorry, das war's falsche. Ich wollte Shield of Faith. Ja. Ich habe nicht runtergescrollt. Ich mache jetzt einfach mal das können wir ignorieren. Kannst du das Concentrating mal canceln, sonst kann ich nicht. Ja, das kannst du auch in Theorie selber. Öffne mal dein Character Sheet und klick auf Effects. Ja. Und dann löschst du einfach Concentrating. Warte mal, wie mache ich denn das? Ah, okay, der ist weg. Jetzt muss ich mir nochmal kurz den Spell wiedergeben. Also jetzt gibt's Shield of Faith. So, das ist ein VSM. Das heißt, ich muss dann zum Zauberspruch machen und ich muss eine Substanz benutzen dafür. Haraldo greift also an seinen Gürtel mit seiner linken Hand. Holt seinen Schnaps raus. Obwohl, nee, nimmt er nicht. Haraldo greift auf seine Brust, weil ich habe dieses heilige Zeichen. Ja. Und sagt, na klar. Und ein schimmerisches Licht erscheint vor ihm. Und seine Armor-Class ist um 2 erhöht, glaube ich. Ganz genau. Alternativ, wenn du dieses heilige Symbol nicht hättest, müsstest du auch die Komponente, also das Material, was da in Klammern steht, haben. Ja, genau, das ist Holy Water. Aber ich habe ja diesen Spiritual Rings. Parchment, nicht Water. Das ist eine Schriftrolle. Schriftrolle, ja. Aber ja, du fasst dir an deine Brustplatte und... Ich zauber diesen Spruch durch Shield of Faith. Ja. Und dieses blau leuchtende... wenn da Farben stehen, könnt ihr die auch immer selbst gestalten für Flavor. Also wenn du blau nicht magst, kannst du auch sagen, dass die grün, rot oder sonst was ist. Ich würde sagen, das ist grün. Okay, ein grünes Licht erscheint vor mir, das sich wie eine zusätzliche Barriere um Haraldo aufbaut.
genau. Mhm. Und dann sagt Haraldo zum Abschluss, bevor sein Zug vorbei ist, ich sagte, du kannst nicht vorbei. Danach passieren zwei Dinge. Der Totengräber stellt sich erst einmal hier hin, nickt zu Joseph, Raphael und Barakas, während er sich hinter Haraldo platziert, bereit mit der Schaufel alles zu erschlagen, was sich den Weg hoch schleppt. Ihr habt genug gekämpft und guckt besonders den verletzten Elf dabei an. Danach versucht sich das Skelett mehr oder weniger seinen Weg nach oben zu erbarmen. Und Joseph, was war nochmal deine genaue Ready Action? Sobald ein Gegner an Haraldo vorbeigeht, würde ich angreifen. Das war mit einem Schwert, ja? Ich habe mit zwei Schwertern, ja. Mhm. Okay. Du oder ihr alle seht, wie das Skelett hochgeht, sich da irgendwie auf diesem Leichenhaufen versucht zu halten und dadurch vielleicht auch etwas eingeschränkt mit seinem Angriff in Richtung von Haraldo schlägt. Allerdings blockiert dein grün schimmerndes Feld den Angriff des Knochen, also des Spitzenknochen, einfach problemlos ab. Er dringt da nicht durch. Entsetztes Knochenklappern. Okay. Joseph. Ich habe gerade im Inventory geschaut. Ich habe Kerzen, leider nur Candles, 5 Stück. Kann ich die auch hier in den Raum anzünden, also hinstellen? Oder ist es lediglich für Fackeln rechts und links von Haraldo in den Kreuzen da? Du kannst da auch eine Kerze reindrücken. Okay, ich würde erstmal Licht spenden für die anderen noch. Ihr habt noch Licht, ne? Also von Raphaels Stab geht dieser Lichtschimmer durch das Gewölbe. Ja, okay. Und das Skelett vor dir scheint auch stark zu fallen, also zu zerfallen. Mehrere Knochen haben sich schon gelöst. Hm. I see what you did there. Nee. Sodass ein Angriff vielleicht echt nicht schlecht wäre. Aber mach, was du willst. Harald, Haraldo, wie viel Kills hast du bisher gemacht? Ich glaube, boah, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5? Warte mal, habe ich alle umgebracht hier oben? Nee. Also ich habe hier drin 2 umgebracht. Ach so. Nee, dann 4, glaube ich. 4! Ja, okay. Ich habe auch 4. Noch. 4! Ich presche nach vorne. Unvernünftig, wie ich bin. Und entscheide mich. Mit dem Matschgesicht noch. Mit dem Matschgesicht für einen Angriff. Für einen Angriff mit beiden Schwertern. Und es sind 5 Fuß zwischen den beiden. Das Ganze noch als Sneak Attack. Go for it. Trifft. Trifft. Und 1d6. Okay. Oh, not bad, Alter. Alter, das ist eine Menge Schaden, holy shit. Okay. 16 Damage. Wie schlägst du zu? Ich treffe neben dem Hals von oben auf beiden Seiten und schlage ein X sozusagen durch die Knochen durch. Dass sie an der ungefähr am Rippenende ungefähr wieder rauskommen sollten. Ja, lautes Splittern. Und danach, kurz darauf, fällt die Kreatur zu Boden. Und ein paar Knochen lösen sich und kullern die Treppe hinunter. Der Kampf ist vorbei. Ah.
Mir geht scheiße. Wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Ist mein Licht wieder normal oder immer noch so flackernd? In dem Moment, wo das letzte Skelett zu Boden fällt, hört das Flackern auf. Eigenartig. Verdammte Scheiße nochmal. Irgendetwas hemmt mich. Oh. Meine Zauber wirken hier unten nicht richtig. Haraldo geht an Josef vorbei, zu Kane, und fragt ihn: Ist das schon mal passiert, Marmor? Nicht so viele auf einmal, nein. Lauern hier weitere Gefahren? Nun, ich bin mir nicht sicher, aber bevor wir das besprechen, sollten wir nicht eurem Freund helfen? Und sein Blick geht besorgniserregt zu dem aus allen Nasenlöchern oder aus allen Gesichtslöchern blutenden Elfen. Ich steck die Waffen ein oder ich lasse die Waffen fallen und setze mich auch erstmal hin. Haraldo geht zu Josef und sagt: Das ist meine letzte Kraft. Und gibt ihm die und setzt er. Moment, kann ich eigentlich? Ich glaube, ich kann. Oh, kannst du ihm bitte mit einem Pimpel das Gesicht wieder rausziehen? Lay on Hands. Ja, doch, kann ich. Ich mach Lay on Hands. Mhm. Und drücke ihm die letzten 3 Health Points rein, die ich habe. Da vorher trinke ich einen letzten Schluck aus meinem Flachmann. Mhm. Und er kann sich 3 Lebenspunkte wieder auffüllen. Mhm. Und mein Flachmann ist leer. Das war's. Der letzte Tropfen. Oh, wie traurig er das gesagt hat. Josef schaut Haraldo an und Also ich drücke ihm die schimmernden Hände auf die Brust und versuche die kritischsten Verletzungen zu heilen. Okay, ich fühle mich schon wesentlich besser, aber ich muss mich ausruhen. Ihr seht immerhin nicht mehr so aus, als hätte euch eine Kutsche überfahren. Haraldo. Hm. Oh. Wie feucht ist eure Kehle noch? Sie ist immer feucht, junger Zauberer. Lacht Haraldo. Nehmt einen Schluck als Dank und ich reiche ihm meine Weinflasche. Haraldo nimmt die Weinflasche und füllt sie in seinen Flachmann. Bis auf den letzten Tropfen. Ist eine große Weinflasche. Achso, und dann so lange, bis der Flachmann voll ist. Dankeschön, junger Zauberer. Ja. Ich werde euch noch zusätzlich dankbar, wenn ihr mich nicht mehr in Flammen setzen würdet. Seht das als Entschuldigung und als Dank. Ich habe eine Frage. Würdest du sagen, dass Haraldo, nachdem die Flasche voll ist, einen Schluck trinkt und nochmal füllt? Nee. Okay. Also Haraldo ist jetzt einfach, er hat ja einfach, das steckt das weg, weil jetzt ist der Healing Pool leer. Okay. Und ich will das jetzt so spielen, dass wir den Healing Pool auffüllen müssen und damit auch eigentlich den Flachmann nochmal neu. Weil das ist damit bringen, also Haraldo würde jetzt nicht mehr trinken. So. Also der Healing Pool ist gleichzeitig auch die Fülle seines Flachmanns. Ja. Sind jetzt eigentlich alle Healing Points wirklich auf Josef gegangen, die letzten 2 Dinger? Und meine, also auf mich auch, ja. Josef, was machen wir bloß mit dir? Wir sollten die Kammern durchsuchen. Während Haraldo das sagt, gehe ich schon die Treppen runter. Wollen wir vielleicht ganz kurz eine Pipi-Trinkpause machen? Können wir machen. Ja, klar. Ich weiß nicht, hatten wir nicht gesagt, sonst immer so, wie letztes Mal haben wir durchgezogen. Wenn vielleicht eine kleine Pause. Wenn jemand eine Pause möchte, einfach kurz in den Raum werfen. Ja, hat er ja gerade. Okay, genau. Würde ich mich freuen. Kurz auf Toilette eine rauchen und Getränke holen. Alles klar, dann bis gleich. Okay, bis gleich. Bis gleich.
So, ich gehe auch mal kurz auf Klo. Bis gleich. So. Bruder, ich hab gedacht, wir sterben da unten, ne? Ey. Ich, hab schon über einen Zweitcharakter jetzt nachgedacht. Wirklich. Aber, ja. Gut, dass du inzwischen ein bisschen zaubern kannst, beziehungsweise Schilde hast. Meine. Schilde, Heilung. Ja. Paladin ganz am Anfang war super unbeliebt und es hieß immer, Paladin kann nix richtig, aber Alter, Paladin übelst der Carry, ey. The fuck. Voll. Ich bin da unten so unbrauchbar einfach und dann noch Würfelpech dazu. So, ich bin wieder da. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß dabei. Dass du dich sogar hinter mir verstecken musst. Ah. Ja, ich bin erstmal blind so. Ich seh da unten die Hand vor Augen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Hätte ich mein Licht nicht. Ja. Dann so ein magischer Scheiß noch, der mein Licht ausmacht. Oh, ich sehe gerade Mr. Nanatrollen gehostet. Ich dachte, das ist so ein übelster Zombie. Allgemein, vielen Dank für die Hosts, Donations, Subs. Ich hab aber das sieht doch schon mal ganz gut aus jetzt. Leider nicht die Möglichkeit, hoffe, darauf zu reagieren, aber das wisst ihr ja. So gehen können. Aber gut drauf, ich danke euch. Da. Ich muss diese Schwerter, dieses Eismesser muss ich öfter verwenden. Die sind geil. Ja, fair. Ja, auf jeden Fall. Am besten auch öfter außerhalb meiner Reichweite, das wäre auch geil. Das wird uns noch häufiger, das Öfteren passieren. Okay. Ja. Angenehm. Ich bin zurückgekehrt. Welcome back. Willkommen zurück, Game Master. Dankeschön. Eure Lordschaft. Ich. Snow, wie kann ich mich heilen? Oh. Du musst jetzt für immer mit diesen Verletzungen leben. Ich sag dir gleich noch, was für Konsequenzen das für dich hat. Ich gebe meinen linken Arm ab. Das kann passieren. Da musst du gleich aber auswürfeln. Okay, nice. Wirklich? Nein. Wenn du das nächste Mal eine Long Rest hast, regenerierst du dich zu 100%. Okay. Also wenn du schläfst. Long Rest bei mir 4 Stunden, ne? Ja. Okay. Ich hoffe, wir gehen gleich, wenn wir den Scheiß hier unten noch ausgelootet haben, irgendwie in die Totengräberhütte oder sowas, dass wir uns da mal ausruhen können. Wir müssen auf jeden Fall feiern. Ja. Also ich finde, wenn das nicht ein Grund zum Trinken ist.
Ja, finde ich gut. Mein Rucksack hätte nicht noch kleiner, also wenn er ein bisschen kleiner gewesen wäre, hätten wir in alle nicht reingepasst. Achso, siehst du mal. Gleich nochmal Werbung machen für Twitter. Leute, Fanarts, irgendwelche Geschichten, Bilder, haut das auf Twitter raus. Ich habe jetzt auch geschafft, Blind Eyes tatsächlich auch mal in Blind Eyes umzubenennen, beziehungsweise Blind Eyes-DND. Mhm. Und da wird auch alles geteilt. Alle VODs, alle Videos, die kommen dazu von den Beteiligten. Wird da alles geteilt und ihr bleibt da up to date. Deswegen haut da mal ein Follow rein. Ihr müsstet den Link jetzt teilen. Ich habe keinen Link. Ich habe auch keinen Link. Schick Link. Ich bin da. Baby. So, let's go. Okay. Haraldo würde die Treppen heruntergehen und würde aber dabei sagen, weil er weiß, was für ein Langfinger Raphael ist. Versuch nicht noch mehr Untote zu provozieren. Meine Axt ist stumpf geworden. Keine Sorge, ich mach nichts. Ja. Geh weiter nach vorne. Okay, ich, wir müssen halt mit dem Kane mitkommen eigentlich, weil der hat gesagt, hier unten ist Weihwasser. Ja. Ich stell mich jetzt auch wieder hin, nehme meine Schwerter und geh runter. Haraldo dreht sich zu Kane um. Wo ist das Weihwasser? Wo ist es? Auf dem Altar. In diesem Fläschchen. Mein Charakter sieht, was hier ist, ne? Wo denn? Ja? Egal, wo ich bin, wenn ich auch die Särge hier sehe und so. Ja, ja klar. Haraldo nimmt das Fläschchen Weihwasser und würde vorschlagen, alle Waffen, die wir aktuell haben, damit zu weihen. Nicht viel, nur ein wenig, damit die Klingen besser durch untotes Fleisch gleiten. Achso, ich darf zwei Pfeile wieder aufsammeln, ne? Snow? Du darfst, ja, die Hälfte, genau, deiner verschossenen Pfeile wieder aufsammeln. Vier habe ich verschossen, zwei darf ich aufsammeln. Du... Gut. Als Paladin würdest du sagen, du hast schon mal mit Weihwasser gearbeitet? Ja, als Paladin natürlich, ja. Okay, dann weißt du auch, wie Weihwasser funktioniert. Und du siehst auch dieses Fläschchen auf dem Altar. Mhm. Kannst danach greifen. Und ich werde das jetzt für euch in der Itemliste freischalten. There you go. Einen Moment. Da du weißt, wie das funktioniert, gebe ich dir auch direkt den Item-Text, wie man das anwendet. Mhm. Wenn ihr jetzt oben rechts auf Items klickt, müsstet ihr dort irgendwo Holy Water finden, in der Flasche. Das ist Weihwasser. Hat das jeder oder soll ich das nur nehmen jetzt? Das hast nur du. Ich habe das nur für jeden ansehbar gemacht. Mhm. Wenn nur Haraldo weiß, wie das funktioniert, müsste Haraldo die Informationen teilen, wie man das anwendet, bevor ihr das auch versteht. Warte mal, ich habe das jetzt eigentlich in mein Inventar gezogen. Genau, du kannst das auch per Drag and Drop da reinziehen. Hat aber nicht funktioniert. Doch hat es da, alles klar. Das bedeutet, in Zukunft können wir einen meiner Pfeile zum Beispiel könnte ich damit weihen, oder wie? Wenn du dir den Text genau durchliest, steht da, was man damit machen kann. As an action, you can splash the content of the flesh into a creature with a feet on your throat to up to 20 feet. Shattering and on impact, in either case, make your agent attack against a target creature. Treating the holy water as an improvised weapon. Achso, es wird also als Waffe. Also du kannst deine Waffen nicht weihen damit, sondern du benutzt es direkt als Waffe. Genau. Ja. Mhm. Wenn ihr das anders benutzen wollt, so nach dem Motto, ich gieße das jetzt auf meine Waffe, würde ich euch das auch erlauben. Allerdings ist das gerade mal genug für ein einziges Mal. Okay. Und, okay, aber es ist eine Potion, das heißt, man kann es nur einmal werfen auch, oder? Genau, das ist genug für einen Angriff. Und im zweiten Absatz steht für Haraldo noch etwas Interessantes, da er Paladin ist. Du könntest nämlich selber welches herstellen. Hm.
A cleric or paladin may create holy water by performing a special ritual. The ritual takes 1 hour to perform, uses 25 GP. Gold pieces. Worth of powered silver and requires the caster to expend first level spell slot. Ach du Scheiße. Okay. Ja, 25 Gold pieces. Ich habe ja 9 Gold, hä? Mhm. Das heißt, ich brauche da 25 von? Um das herzustellen, ja. Eieiei. Ei, ei. Okay, das ist. Das ist halt super teuer. Und Kane sieht auch, so, dass du das Fläschchen nimmst und sagt: Geht damit bedacht um. Ich drehe mich um zu Kane und frage: Wo kriegen wir noch mehr her? Nun, für gewöhnlich von Klerikern. Ich bin kein Priester. Das liegt über meinem Horizont. Vielleicht können die vom Kult der Wahrheit das machen. Hm. Aber mit denen habe ich sowieso nicht viel am Hut. Okay. Wir sollten die Katakomben durchsuchen, ob noch Untote hier sind. Und dann in einen sicheren Rückzugsort gelangen. Habt ihr ein Haus hier? Er nickt. Ich habe eine Hütte in der Nähe. Diese sollten wir aufsuchen. Einige von uns müssen sich erholen. Wir gehen jetzt, also ich gehe jetzt sozusagen nochmal durch die einzelnen Räume durch mit Haraldo. Hier sind ja auch ein paar, die Gräber offen. Ja. Ist in den Gräbern noch irgendetwas? Stell dich mal vor eins. Ja. Und du möchtest jetzt durch die Risse im Sargdeckel gucken? Ja. Dann mach bitte einen Perception- oder Investigation-Check. Wenn du nur guckst, reicht Perception. Wenn du das richtig untersuchst, vielleicht auch ein bisschen reinfasst, Steine zur Seite schiebst, dann Investigation. Ich mache einen Perception-Check. Mhm. Ich habe eine... ja. In der Dunkelheit, durch diesen kleinen Riss im Sarg, bemerkst du, dass etwas funkelt. Und der Sarg ist ansonsten leer. Dort ist offensichtlich die Leiche schon herausgestiegen. Ich würde mir das Funkelnde gerne etwas näher anschauen. Und währenddessen stelle ich mich zum Kane und frage ihn und fange ein Gespräch mit ihm an und frage ihn, wie lange geht das schon so? Damit er, ich versuche Kane ein bisschen abzulenken. Siehst du das Funkeln? Bisher weißt du davon nichts. Stimmt. Aber die Interesse habe ich ja trotzdem. Was? Wie? Also ich würde ihn trotzdem halt einfach ansprechen. Mit der Intention, ihn abzulenken? Nee, einfach nur aus Interesse, weil ich wissen will, was hier vorgeht. Okay. Frag ihn eine Frage. Wie lange geht das hier schon so? Und wir kommen gleich zu Joseph zurück. Er sagt: Der erste ist vor ungefähr 3 Wochen oder so aufgestanden. Das war Olga. Auch erst seit ein paar Jahren tot. Hättet sie sehen sollen. Total zerfressen. Hat sich außer den Wiederauferstehenden sonst noch irgendetwas geändert in letzter Zeit? Nun, es werden immer mehr Raben. Der Nebel wird dichter und häufiger. An manchen Morgen und Abenden habe ich das Gefühl, dass er mein Haus komplett verschluckt. Die Wolken, die verziehen sich fast gar nicht mehr. Und was den Regen angeht, will ich gar nicht erst anfangen. Und dann würfel mal bitte einen D20. Ich? Ja. 2 das Gespräch natürlich auch, falls ihr euch beteiligen wollt. Ja. Ja, ich bin busy. Und dann sagt er, nachdem er einen langen Moment nachdenkt, also, da war tatsächlich noch etwas.
Vor... Galaido dreht sich um und kommt näher. Vor 3 Monaten, als ich mit meinem Jungen zu Hause war, da haben wir plötzlich Geräusche gehört. Die Holzdielen haben geknarrt. Die Tür ging einfach auf und Fenster waren auch offen, obwohl weder ich noch mein Junge sie aufgemacht haben. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, als ob mich irgendwas beobachten würde. Ich bin sofort aufgestanden, habe mir meine Schaufel genommen und war bereit für das, was kommt, aber es kam nichts. Gar nichts. Ich drehe mich zu Barakas rum. Barakas. Barakas, könnt ihr mich hören? Ja, natürlich kann ich euch hören. Ich bin doch nicht taub. Den nächsten Raben, den ihr seht, schießt ihn vom Himmel. Ich mag Raben. Wollt ihr das wirklich tun? Ja. Wir sind hier, um die Sache, ganze Sache aufzuklären. Indem wir Vögel töten? Wie viele Pfeile willst du verschwenden? Haraldo. Raben sind edle Geschöpfe. Wenn ihr richtig zugehört hättet, hättet ihr mitbekommen, dass der gute Herr vor uns erzählt hat, dass seitdem diese Wiederaufersteher da sind, auch die Raben da sind. Ja, aber wie viel willst du töten davon? Einen. Und warum? Ich würde gern, weil ich gern einen Raben ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen möchte. Hast du das verstanden, Haraldo? Merkwürdiger Zauberer. Zwerg. Und die Augen vom Totengräber schauen dich besorgniserregt an, Raphael. Er spricht. Ihr versteht wahrscheinlich mehr davon als ich. Aber meint ihr nicht, dass ihr damit nicht vielleicht die Missgunst von Velun erntet? Wenn ich mit meinen Vermutungen recht habe, wird mir euer Gott das verzeihen. Und an solchen Stellen könnt ihr auch immer, wenn ihr möchtet, Fragen stellen. Wer ist das? Kenne ich die Person? Etc. Wer ist Velun? Macht einen Gott wahrscheinlich Religion-Check. Alle? Alle, die möchten. Ja. Okay. Alle mit 5 oder höher wissen das sofort. Denn das ist kein Geheimnis. Josef, du hörst das nur auf einem Ohr und bist noch auf das, was vor dir ist, konzentriert. Ja. Also du hörst irgendwie das wie... Und ihr wisst, dass Velun in den Kreisen, in denen ihr aufgewachsen seid und allgemein weit verbreitet auf dem Kontinent, die Todesgöttin ist. Okay, gut. Guter Herr, wenn ich mit meinen Vermutungen richtig liege, könnte eure Göttin da auch mit hinterstecken. Was sollen wir gegen einen Gott ausrichten? Nicht gegen den Gott. Hä? Aber ihr habt gesagt, er steckt dahinter. Haraldo. Sprich! Ich bin nicht auf die Göttin aus. Aber wenn sie da... Haraldo kratzt sich am Kopf und versteht nicht, was der Zauberer sagt. Aber wenn sie da... Geht langsam zu dem Elf. Aber wenn er sagt, sie steckt dahinter, ist ja... Was meint er, wenn sie dahinter steckt? Und Raphael... Trink noch einen Schluck Wein. Raphael, du weißt tatsächlich noch mehr. Du als Gelehrter weißt, dass Velun in den meisten Räumen so interpretiert wird, dass sie oder ihre Anhänger tatsächlich gegen Untote sind.
weil der Tod als ultimatives, finales Ding angesehen wird, das man nicht hintergehen darf. Und okay, wenn ich das weiß, sage ich natürlich, guter Herr, wenn ich mit meinen Vermutungen recht habe, wird Veldun uns zur Seite stehen. Ja, das hoffe ich doch. Aber vielleicht sind die Raben ihre ersten Boten. Um das herauszufinden, brauche ich einen toten Raben. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber sein Gesicht nimmt einen leicht angsterfüllten Ausdruck an. Und er meidet den Kontakt, den Blickkontakt und schaut auf den Boden. Macht euch nicht so viele Sorgen. Ich würde ihn versuchen, so ein bisschen zu beruhigen. Kann ich da auf Investigation gehen? Persuasion darfst du machen. Möchtest du noch irgendwie gestikulieren, vielleicht auf seine Schulter klopfen oder ja, so? Ja, ich fasse ihn so leicht an den Oberarm, ja. Weil Schulter wäre ist ein starker Mann. Ich möchte ihm nicht zu nahe kommen. Ich mache nochmal das Atem auf. Ich fasse ihn an seinen Ellbogen. Schulter, Oberarm, da fasse ich ihn leicht behütet quasi an. Macht euch nicht so viele Sorgen. Wir sind hier, um der Sache auf den Grund zu gehen. Irgendwas läuft hier nicht richtig. Und wir sind hier, um herauszufinden, was. Damit ihr hier alle wieder in Ruhe und Frieden leben könnt. Na gut. Und ihr nicht alle Leute zweimal einbuddeln müsst. Er nickt, seufzt und sagt: Wenn ich euch irgendwie helfen kann, dann stehe ich euch zur Seite. Das tut ihr schon. Haraldo kommt nach vorne. Das tut ihr schon, indem ihr uns eure Hütte für eine kleine Rast anbietet. Und ihr müsst die Leichen verbrennen, so wie die da draußen. Oh ja. Alle. Sicher. Oh ja. Aber dann müsst ihr den Bewohnern mitteilen, dass das eure Entscheidung war, damit sie verstehen, warum ich das tue. Ja. Sie werden in keiner Schuld stehen. Sonst rennen die mir die Hütte ein, mit Fackeln und Gabeln. Sie werden in keiner Schuld stehen. Tja, die meisten mögen meine Familie sowieso nicht. Aber ich verlasse mich auf euer Wort. Dazu später gerne mehr. Lasst uns hier noch ein bisschen umsehen und dann zu euch in die Hütte. Er nickt. Und währenddessen springen wir kurz zu Joseph. Du siehst, dass dort drinnen etwas funkelt. Jawohl. Ich würde die losen Steine, die man hier sieht, gerne zur Seite räumen. Mhm. Um einen klaren Blick erhaschen zu können. Mhm. Während des Gesprächs, ihr könnt euch vorstellen, dass das quasi zeitgleich passiert, weil Joseph ja nicht einfach nur da rumsteht, kramst du ein bisschen rum, packst die zur Seite und dir wird klar, dass dort Schmuckstücke liegen. Offenbar wurden mehrere Tote mit etwas Schmuck begraben. Du siehst Ringe und Ketten. Ich würde sie gern untersuchen und schauen, ob es was wert ist oder ob man es liegen lassen kann. Du gehst davon aus, dass es etwas wert ist. Manche davon sind silbern, manche golden. Ja, Barakas? Wie bitte? Wolltest du nicht was sagen? Ich bin gemutet die ganze Zeit. Achso, ich habe irgendwie ein oder so gehört. Okay, mein Bad. Ich bin gemutet. Ich, Ich würde sie einstecken, aber gerne das so machen, dass die anderen das nicht sehen. Dann mach entweder... Irgendwie mit Deception vielleicht? Deception ist etwas Soziales, das ist, wenn du... So, also Deception würdest du würfeln, ne? Wenn du dich da hinstellst und sagst, ich mache jetzt keine Leichenschändung. Das wäre Deception. Ja, okay. Okay. Du könntest... Ja. Slide of Hand benutzen, um dein Fingergeschick spielen zu lassen oder schnell rein und raus mit der Hand. Mhm. Oder Stealth, das würde ich auch erlauben. Okay, dann Slide of Hand. Ja. Würfel bitte einen D4. Du schaffst es, unbemerkt 4 Schmuckstücke daraus zu ziehen. 2 Ringe und 2 Ketten. Mhm.
zu kommen. Okay. Die kannst du dir in deinem Inventar aufschreiben. Dazu klickst du auf Inventory. Mhm. Bei Loot klickst du unten rechts auf Add. Und dann schreibst du einfach per Hand rein, was das ist. Zum Beispiel 4-mal Schmuck in Klammern, 2-mal Ring, 2-mal Kette. Wie auch immer du willst. Hauptsache, du weißt das noch für später. Hm, okay. Wenn du ganz clever bist, schreibst du sogar dazu, woher du das bekommen hast. Zum Beispiel aus Mausoleum oder so. Das könnte in 20 Sessions oder wann auch immer mal hilfreich sein, falls du die dann noch hast. Genau, einfach okay. Dazu schreiben, Grabräuber. Okay, super. Okay. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja, wie kann ich, also, okay, ich hab's jetzt geaddet, erstmal zwei, Moment, ich add nochmal, zwei. So, wie kann ich auf Edit Item, ist es dann? Genau, du klickst auf Edit. Ah, okay. Dann kannst du den Namen oben benennen, wo New Loot steht. Mhm. Das waren Silberketten. Zwei Silberketten und zwei goldene Ringe. Okay. Und bei diesem Mechanics Flavor Text könntest du einfach reinschreiben aus dem Mausoleum, aus einem Sarg oder so. Perfekt. Es sei denn, du kannst dir das merken, aber ich gehe meistens mit, also meiner Erfahrung nach können Spieler sich das nicht merken. Ja, nee, werde ich mir glaube ich auch nicht merken können. Okay. Aus. Oh. Alright. Alles klar. Wir haben das komm, mitbekommen. Wir gehen. Alle, warte. Voreiliger Zwerg. Ihr habt es nicht mitbekommen. Nein, der hat das ganz hat das mitbekommen. Geschickt gemacht. Ihr habt nur gesehen, dass er vor diesem Grab steht und sich darüber gebeugt hat. Also vor dem Sarkophag oder vor dem. Ja, das war nämlich, ja. Ich frage nur deshalb, weil das war ja vorhin meine Intention, als ich sagte, sehen wir die anderen Sachen, weil ich mir auch die Särge aufgefallen sind. Ich hätte jetzt natürlich noch mehr durchsucht, aber egal. Das kannst du trotzdem machen, er war ja nur an einem. Ja. Wir müssen ja Gold finden, damit Haraldo aus Gold Wasser machen kann. Da sind ja noch ganz viele andere. Ja genau, deshalb, ich würde den Raum noch weiter durchsuchen wollen. Das Gewicht ist irrelevant, die Dinger wiegen. Wollen wir uns hier nicht noch ein wenig umschauen? Vielleicht finden wir hier noch was Brauchbares. Wie reagiert Kane auf sowas? Er guckt in Barakas Augen und sagt, wir haben nicht noch mehr Weihwasser. Der wird das nicht geil finden. Wenn wir hier die Schraube auseinandergeben. Muskulöser, na, sagt er ganz leise und geht. ich hätte auch voll Bock zu looten, so, aber wenn Kane dabei ist. Hier ist nichts. Und dann geht Kane auch langsam hoch und ihr seht, wie er erstmal die Treppe nach oben geht. Und dabei ruft er, ich hole die Kerze und etwas anderes für Licht, damit es heller wird. Haltet kurz die Stellung. Sehr gut. Haraldo wartet am Fuß der Treppe auf Kane, weil er sich an diesen Grabräubermachenschaften nicht beteiligen möchte. Und tatsächlich geht die Tür auf. Ja. Okay. Ich würde hier unten, ich würde in dem rechten Raum mich umgucken. Alter Schwede. Ja, erst mal looten. Ach du Scheiße. Erst mal looten als würden sie so eine durch eine Diablo 3 Dungeon laufen, ey. Alle Gräber kaputt hauen, einfach gucken, ob das Gold drin ist. Ja, vielleicht kommt er wieder und alles sehr umgekippt. War das schon so? Also ja, ich bin ja hier unten im linken, ja. Im rechten Flügel von uns aus. Und ich gucke mir alle Gräber an. Du möchtest dir die 4 auf der Seite angucken. Währenddessen wird etwas Zeit vergehen. Das heißt, die anderen 3 können jetzt auch schon mal sagen, was sie während der Zeit machen. Und dann machen wir das nacheinander. Genau. Ich bin wieder in dem anderen Raum, wo ich gerade auch drin war und mir den einen Sarg angeschaut habe. Ich bin jetzt auf die andere Seite gegangen und schaue mir alle 4 Särge an, beziehungsweise 3. Einer ist verschlossen. Einer ist verschlossen und den möchte ich auch nicht aufmachen. Aber die anderen 3 sind auf. Okay. Stell dich an den Sarg, wo du anfängst, und das Gleiche macht Raphael. Und was ist mit Barakas?
Ich soll jetzt sagen, was ich mache. Ja, während machst du auch Looting oder? Nee, ich hab mich ein bisschen umgeschaut, was hier noch so ist. Jetzt stehe ich hier und aber links sind auch noch Särge, ne? Also Ja, hat Barakas schon alles gesehen, aber nachdem der oder ist drin. Hat der nachdem Kane gesagt hat so von wegen, das ist kein Wein, was Weihwasser, steht er jetzt da und fasst sich noch so an die Brust, weil es noch ein bisschen weh tut von dem Schlag. Okay. Und Haraldo möchte auch stehen bleiben? Ich bleibe da stehen, definitiv. Alles klar. Dann zuerst Raphael. Du stehst am ersten Grabstein oder Sarg. Mhm. Der ist aufgerissen. Da liegt keine Leiche drin. Du kannst die der Reihe nach untersuchen. Dafür gibst du mir einfach mal einen Investigation-Check. Okay. Würfel bitte einen D4, ja? Das ist jetzt für den ersten, oder was? Ich lasse dich nicht auf alle einzeln würfeln. Wir beschleunigen das ein bisschen. Wir nehmen den für alles. Okay. Oh, fuck. Aber du musst auch keine Sorge haben. Die 9 bricht dir jetzt nicht das Genick. Mhm. Würfel nochmal. Die 1 aber schon. Ein bisschen. Würfel nochmal ein D4. Okay. Du verbringst jetzt etwas Zeit damit, die Grabsteine, also die Särge zu durchsuchen. Alle 4. An 2 davon findest du breite Öffnungen, Risse etc. Und die anderen 2 sind noch nicht so einsichtlich. Du könntest den Grabdeckel allerdings zur Seite schieben, um reinzugucken. Möchtest du das tun? Mhm. Ja. Okay. Das sind diese 2 hier. Mhm. Was? Okay. Gut. Das ist aber schon der Charakter, der von Zombie weggesprintet ist, als er gemerkt hat, dass der Feuerball nicht trifft, oder? Ich brauche von dir. Ich fühle mich sicher hier unten ganz alleine in diesem Raum und höre nichts weiter. So, ich mache das in aller Ruhe und aller Gelassenheit. Ich brauche von dir einen Athletics-Check. Oh, Scheiße. Gucken, ob du den wirklich aufschieben kannst. Ich darf mich frei bewegen, oder? Naja, passiert. Also wir machen jetzt nichts. Du hast ja gesagt, du machst nichts. Kannst du, aber bitte nicht zu viel, weil wir gerade Sachen nacheinander machen. Hm. Okay. Du stellst dich dahin und hier anstrengendes Stöhnen einfügen oder so, während du den Sargdeckel nach hinten schiebst. Es ist sehr schwer für dich, aber du kriegst es gerade so hin, zumal der auch leicht beschädigt scheint. In dem Moment, wo das Licht deines Stabes in den Sarg hineinschauen kann, siehst du die Überreste einer menschlichen Gestalt. Jesus Christ. Sie ist noch nicht ganz verwest, so dass du tatsächlich, also überall ist noch Fleisch, es ist kein Skelett. Es ist der Körper einer sehr alten Frau. Mhm. Um ihren Hals trägt sie eine goldene Kette und ihre Hände sind gefaltet auf ihre Brust gelegt. Die Augen sind geschlossen. Ich gucke die eine Weile an und gucke, ob die irgendwie zuckt oder so. Die Frau. Mach einen Perception-Check. Du siehst keine Bewegung. Ja, und ich nehme mir die Kette. Die ist um ihren Hals. Möchtest du die lösen, ja, indem du ihren Kopf anhebst und sie auf der... Ja. Okay. Ich greife die so an ihren Haaren. Mit einer Hand. Jesus Christ, Alter. Bruder. Alter, du bist... Ey, das verstehe ich jetzt aber nicht. Ich heb den Kopf an und ich nehme die Kette. Okay. Das verstehe ich jetzt aber wirklich nicht. Kannst du mir mal erklären, wie der dahergelaufene kleine Pflegel mit reichen Eltern einfach so an Leichen rumfummelt, oder was? Du kennst mich noch nicht gut genug. Alter, ja, aber... Alter.
Eindeutig Fehler, P. Also Bruder. Ich, okay, alles klar, aber holy shit, Alter. Du machst gerade im Elster-Modus. Du machst genau das. Du packst sie an den Haaren und ziehst den Kopf nach oben und löst mit der anderen Hand ihre Kette. Mach dafür bitte einen Sleight of Hand Check. Okay. Die Kette ist sehr schwer zu lösen. Du fummelst ein bisschen rum mit der freien Hand. Kratzt vielleicht hier und da aus Versehen mal mit dem Fingernagel in ihren Hals oder so. Aber wenn du etwas gröber wirst, kriegst du diese Kette ab. Meine. Okay. Und dann kannst du diese Kette herausnehmen und du siehst, dass an der Kette noch so ein kleines Emblem, also die Kette verläuft in einem kleinen Emblem unten zusammen, was man anscheinend aufklappen kann. Ich würde mir die Kette erstmal, ich würde mir die nicht genauer angucken, ich stecke die mir erstmal nur ein. Okay. Du steckst sie dir einfach nur ein. Genau, und ich gucke, mach nochmal einen flüchtigen Blick rein, ob da noch was rumliegt. Nichts mehr. Dann schiebe ich das Ding wieder zu. Und in den anderen Freien hast du tatsächlich auch nochmal 3 Silbermünzen gefunden. Nice. Die kann ich mir eintragen? Ja. Als ich looten wollte, waren alle dagegen. Das ist SP, ne? Das ist SP, genau. Die Kette kannst du dir auch als Loot-Gegenstand in dein Inventar eintragen. Springen wir zu Joseph. Der, wo ist der? Oben, links oben. Ja, so. Okay. Jo. Ja, ich würde auch in alle 3 reinschauen. Investigation. Hat Joseph immer noch Matschgesicht? Ja, bisschen nur noch. Also ich kann nicht mehr durch die Nase atmen, aber das ist nicht so schlimm. Investigation? Oder? Ja, er steht da mit Schnappatmung. Du kannst einen Investigation-Check machen, ja. Alright. Und die Särge nacheinander untersuchen. Okay. Würfel mal bitte einen D4. Okay. Im allerersten Sarg findest du einen Ring. Er ist aus Silber. Zumindest sieht er so aus. Ich überprüfe, ob er wirklich aus Silber ist und wenn ja, dann nehme ich ihn. Wie überprüfst du das? Indem ich... Indem ich ihn anschaue? Ja. Du befindest dich immer noch in kompletter Dunkelheit. Deine Dark Vision ermöglicht es dir gerade so, das Silberhafte zu erkennen. Weil der sehr... Das ist halt grau und farblos, ne? Ja. Vielleicht unter Licht mit etwas mehr Zeit. Vielleicht unter. Ich nehme ihn vorsichtshalber mal mit, sonst packe ich ihn natürlich wieder zurück. Gehe natürlich wieder zurück und lege ihn wieder rein. Gehe ich wieder zurück. Ja, ich stecke ihn rein. Okay. Und dann kannst du der Reihe nach, dazu musst du halt deinen Token zu den jeweiligen Särgen bewegen, die untersuchen. Dieser Sarg ist aufgebrochen und dort ist nichts drin. Und der letzte. Du hast den dritten übersprungen? Ja, der ist zu. Den wollte ich halt nicht, weil der noch komplett geschlossen ist. Ich möchte halt nicht, wieder in den Kampf kommen. Alles klar. Dieser hier hat ein paar Risse. Allerdings kannst du noch nicht genau reingucken. Du müsstest auch hier entweder den Sargdeckel etwas zur Seite schieben oder beim Riss mehrere Steine wegdrücken. Ich gehe. Nee, ich gehe zu den anderen. Okay. Ja. Ich habe, by the way, das neue Avatar von Josef gefunden, von dem ich vorhin gesprochen habe. Vielleicht könnte man das aktualisieren. Ja. Moment, was hast du gemacht? Das ist Josef gerade in seinem aktuellen Zustand. Schau in die D&D-Gruppe. Ja, so ungefähr. Okay.
Chat, ich zeig's euch eben. Das ist, Kurze Frage, haben das die anderen gesehen, dass ich jetzt so kaltherzig gelootet habe? Nee, ne? Was die gesehen haben ist, dass ich da runtergegangen bin. Genau, dass ihr da runtergegangen seid und hier und da hört man vielleicht auch mal, also man hat auf jeden Fall gehört, dass du etwas verschoben hast. Nämlich, und man kann sich vielleicht denken, dass es ein schwerer Sargdeckel war. Also man weiß, dass du da was gemacht hast, aber niemand hat wirklich gesehen, dass du was genommen hast. Okay. Sind alle fertig mit Looten? Mhm. Alle? Sind wir durch? Alle sind also fertig mit Looten. Barakas geht zu Geraldo und fragt ihn ganz leise, hast du vielleicht einen Schluck für mich? Geraldo gibt ihm den Flachmann und sagt, er soll das austrinken. Ja, trink aus. Den hast du gerade voll aufgefüllt. Naja, klar, Mama. Barakas zieht sich sein Tuch vom Gesicht, nimmt einen herzhaften Schluck aus seinem Flachmann, trinkt ihn aber nicht komplett aus, nur ein Drittel, gibt ihm das wieder zurück, zieht sich das Tuch hoch und seine Augen leuchten einmal so ganz. Ich hätte das auch gerne gesehen, Leute, aber ich kann es ihm nicht aufzwingen. So. Das da nicht zu machen ist clever, also wird der Spieler auch dafür belohnt. Sind wir fertig mit dem Und irgendwann, wenn das aufgedeckt wird, da lacht er sich darüber tot. Das wird dann später geerntet, der Moment. Ich bin gestolpert. Ich ignoriere das einfach, so als hätte ich nichts gehört. Nach mir! Barakas geht jetzt einfach vor, ungeduldig wie er ist. Ja, ich gehe hinterher. Ja, ihr seht oben am Treppenabsatz Kane mit einer leuchtenden Fackel stehen. Ja. Und er, in dem Moment, wo ihr hochkommt, macht er etwas Platz und dann fragt er, was sollen wir mit den Leichen jetzt machen? Geraldo geht rüber zu Kane und sagt ihm, alle verbrennen. Alle auf einen Haufen legen und verbrennen. Und das so schnell wie möglich. Hier vor Ort und Stelle. Na, dann sollen wir sie hochtragen, oder? Ja. Ja, dann tragen wir, also dann verbringen wir jetzt 20 Minuten damit, die Leichen hoch und runter hochzutragen. Ja, bevor da wollte ich nämlich gerade fragen, wie Snow das spielen will. Wir können dafür einen narrativen Cut machen, das heißt, ich würde einfach in 3 Sätzen erzählen, was passiert. Genau. Cool. Okay, ja. Das bedeutet, ihr, wenn ihr euch als Kollektiv einig seid, würdet jetzt die nächsten 10, 20 Minuten damit verbringen, alle Leichen und Skelette nach oben zu tragen. Hier allerdings brauche ich einen Group Perception Check. Das heißt, jeder macht einen Perception-Wurf und es geht darum, ob ihr auch jeden Knochen findet. Dürfte ich denn... Greift da ein einzelner Knochen an, oder was? Wie die Hand? Müssen wir das jetzt machen, oder dürfte man noch einen Einwand äußern? Du dürftest auch was anderes machen, wenn du dich nicht beteiligen möchtest. Also darf ich sprechen, ja? Immer. Jungs, wir sollten uns auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, genau. Die Mission. Dafür sorgen, dass nicht noch mehr Untote hier rumlaufen. Kane, könntest du dich um diese Angelegenheit kümmern? Also du fragst noch, bevor ihr anfangt? Okay, dann sagt Kane. Aber sicher doch. Es wird eine Weile dauern, aber das ist nun mal mein Job. Könnten wir so lange schon mal in deine Hütte gehen? Mach einen Persuasion-Check. Ja, ich glaube nicht. Versteht mich nicht falsch. Ich schätze eure Hilfe. Und vermutlich... Ist das die richtige Entscheidung? Rettet ihr hier noch vielen das Leben. Aber ich möchte meinem Jungen keine Angst einjagen. Der ist allein zu Hause. Männer, jetzt lasst uns dem Mann hier helfen, die Leichen zu verbrennen. Wenn die wieder aufstehen, fängt das alles wieder von vorne an. Außerdem bietet er uns seine Hütte für die heutige Nacht. Ein bisschen Hilfe wird da wohl nicht zu viel verlangt sein. Barakas will sich immer noch nicht beteiligen, oder? Barakas
Barakas will handeln. Und das ist ihm gerade... Handeln? So, aber ja, er will weitermachen. Er will... Aber er ist dabei. Er lässt sich von der Gruppe überzeugen. Ganz kurz, so in die Gruppe. Was ist jetzt der Plan? Also wir gehen jetzt zu dem Haus. Genau, ich dachte, wir verbrennen die Leichen, gehen zu dem Haus. Genau. Chillen eine Runde. Ja, genau. Cool, alles klar. Achso. Ja, okay. Okay, gut. Ihr verbringt die nächsten 20 Minuten damit, mit Kane zusammen in dem Mausoleum nach sämtlichen Leichenteilen zu suchen. Das erledigt ihr guten Gewissens und ihr glaubt, dass ihr nichts übersehen habt. Die meisten waren sowieso schon auf einem Haufen, den Haraldus Blockade zurückgelassen hat. Darauf liegen sie alle hier draußen. Aufgereiht aufeinander zu einem Knochen- und Fleischhaufen. Beiseite, Männer. Oh Gott, ich gehe sowas von beiseite. Ist der Haufen fertig, oder? Ja. Gut, der Haufen muss weg. Ich würde wieder mit meinem Stab auf die Erde hauen und meine Finger in Richtung des Haufens halten und dann mit einem Fireball den Haufen. Und alle mit einer Passive Perception von... Habe ich euch je Passive Perception erklärt? Nee. Nee. Mhm. Ihr öffnet euer Character Sheet. Mhm. Klickt auf Attributes. Und dann seht ihr hinter Perception einen Wert in Klammern. Das ist eure passive Perception. Mhm. Perception ist der Wert, der dafür ausgibt, ausschlaggebend ist, was ihr hört oder seht. Eure Wahrnehmung. Der passive Wert ist eure passive Wahrnehmung, die immer aktiv ist. Das heißt, wenn ihr nicht aktiv nach etwas sucht, nimmt euer Charakter trotzdem Dinge auf, die schlechter als dieser Wert sind. Eure Passive Perception. Also wenn sich was versucht zu verstecken oder so, und das ist schlechter als eure Passive Perception, würdet ihr das trotzdem mitkriegen. Also das sind Klammern. Ja. Genau. In meinem Fall 16 als Beispiel. Genau, das ist quasi eure Aufmerksamkeit und prinzipielle Wahrnehmung. Und alle mit einer Passive Perception von 10 oder höher sehen, dass in dem Moment, wo sich Raphael vor diesen Leichenhaufen stellt, Kane etwas abwendet und wirklich sehr besorgniserregt reinguckt. Ihm scheint das nicht ganz geheuer zu sein. Aber er sagt nichts. Kriege ich das auch mit? Weil ich habe einen Wert von 10? Ja. Gut. Also, was kriegen wir nochmal mit, dass Kane wegguckt? Ja, dass ihm das offensichtlich nicht, also ihm scheint das zu behagen. Gut. Während Raphael seinen Zauber wirkt, gehe ich zu Kane rüber und sage ihm: Wir nehmen das alles auf uns. Wir sind für den Bürgermeister hier. Und diese ganzen unschuldigen Menschen sind das schon lange nicht mehr. Sie sind nun etwas anderes, etwas Böses, das wir hier verbrennen müssen. Und du darfst, soll ich Persuasion? Darfst du gerne machen auf Advantage. Und er nickt und murmelt nur: Ganz wie ihr meint. Poor guy. Ich muss jetzt kein Damage rollen oder sowas noch extra. Ich wollte ja einfach nur den Haufen in Brand stecken. Oder? Du, Entschuldigung, nochmal die Frage bitte. Ich muss jetzt nicht noch extra irgendwie was Krasses würfeln, weil ich wollte ja einfach nur den Leichenhaufen in Brand stecken. Nein, wir können das narrativ machen. Wir können sagen, dass du da jetzt einfach für eine Weile stehst. Das ist halt nur ein Cantrip, das heißt, du brauchst eine Weile. Mm-hmm. Vielleicht helfen die anderen, packen ein bisschen Holz dazu, ihr macht ein Feuer und das dauert 10 Minuten und es brennt lichterloh. Genau. Während die Leichen und die Knochen so langsam anfangen zu schmelzen und zu Asche werden. Ja. Und das gelingt euch auch. Nice. Sodass am Ende nur noch ein riesiger Haufen Asche da ist. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Kane, wir sind hier fertig.
Wollt ihr uns zu eurem Haus bringen? Er nickt. Dann folgt mir mal. So soll es sein. Es ist ein Stück durch den Wald. Aber ich habe ja euch dabei, also was soll schon passieren? Mein Licht ist übrigens noch an, ne? Ja. Gut. Gut. Das geht zwar nach, ich glaube, 10 Minuten oder einer Stunde aus. Das könntest du nachlesen. Ich klopfe einfach wieder auf. Ich klopf immer wieder oft auf den Boden so. Genau. Du kannst das ja einfach erneut machen. Und dann marschiert ihr los. Möchten Joseph und Barakas noch etwas dazu sagen oder schließt ihr euch an? Ich schließe mich an. Ich versuche nur irgendwie zu überleben und mein Gesicht zu behalten. Ja, okay. Die ganze Zeit am Existieren einfach nur. Vegetieren. Ja, vegetieren. Ja. Barakas guckt zum Josef und sagt, komm mal, Tree. In jetzt tiefster Nacht, immer noch von dichtem Nebel umhüllt, folgt ihr Kane, der langsam mit seiner Fackel vorangeht und die Dunkelheit so zumindest etwas zum Weichen bringt. Er verlässt das Friedhofsgelände, biegt rechts ab und geht weiter. Nicht in die Richtung, aus der ihr gekommen seid, sondern ein Stück weiter weg vom Dorf. Er versichert euch, dass seine Hütte ein bisschen hinter dem nächsten Waldpfad liegt, wo er jetzt drauf zugeht. Und dafür wechsle ich das Ambiente. Das Ambinente. Das Ambulente. Das Ambulente Ambinente. Barakas. Der erste Rabe, den ihr seht. Nicht alles mit Flügeln ist böse, Raphael. Und ihr dürft eure Token. Ist noch schwarz, noch. Ich sehe noch nichts. Sobald ich soweit bin, so platzieren, wie ihr laufen würdet. Okay. Von wo nach wo gehen wir? Von links nach rechts. Hoch. Ich bleib in der Nähe vom Kampfzwerg, der hat mich beeindruckt, letzten Kampf. Ja, Ja, wir folgen einfach in der Gruppe dem. Ja. Das ist übrigens auch wieder von Plop gemacht, dieses schöne Hintergrundbild hier. Nice. Und dieses ganze Blut, ich mach das mal weg. Und ihr folgt dem Totengräber. Ich sehe gar kein Blut. Habt ihr das nicht gesehen? Nee, also ich hab's gerade weggemacht, davor war's da. Mhm. Ja. Und jetzt darf wieder ein Mutiger einen D20 würfeln. Soll ich? Wer will? Oh, ich hab heute Würfelglück. Ich hab gar nicht. Mach du, Hugo. D10, ja? 20. 20. Ja, 20, sorry. Nice. Bam! Das ist nicht unbedingt gut, ne? Ja. Das heißt nur eins von vielen Events. Ich kann euch schon mal verraten, nice, Alter. Wenn es um Loot geht, ist je höher, desto besser. Ja. Alles andere ist, schlecht. Mal so, mal so. Oh Gott. Okay. Möchte sich jemand umschauen oder sonst irgendeiner Tätigkeit nachgehen? Nach Gefahren schauen oder so? Ich schaue mich um. Ja. Und Haraldo, du kannst doch dein Concentration wieder löschen. Dein Shield ist mittlerweile weg. Warte, mein Concentration war bei Effects. Ja. Okay. So, ich schaue mich ob ich irgendwas spüre oder irgendwas sehe. Ja. Untersuche alles ganz genau. Mhm. Ihr könnt machen, was ihr möchtet. Ihr könnt euch umschauen. Dafür brauche ich einen Perception-Check. Jawohl. Auf Disadvantage aufgrund des dichten Nebels und der Dunkelheit. Und wenn ihr sonst irgendwelche Fähigkeiten einsetzen wollt, einfach in den Raum werfen. Disadvantage. Minus dann, ne? Minus. Uff. Ja. Okay. Hui. Ihr geht ein Stück durch den Wald, ungefähr 10 Minuten, als nur Barakas auf etwas aufmerksam wird, an dem alle anderen vorbeigegangen sind. Barakas. Hey.
zu Wartet. Deiner Rechten. Achso. Nein, mach ruhig. Das ist immer cooler, wenn du was dazwischen rufst. Dann kann ich damit arbeiten. Hey, wartet. Hier ist irgendwas. Und Barakas dreht sich nach rechts. Auf diesem Waldpfad, dem ihr gerade entlang geht, sind links und rechts überall um euch herum Bäume. Und er guckt genau in Richtung eines dieser Bäume. Barakas, du hast das Gefühl, dass der Baum, den du gerade anguckst, zurückstarrt. Es sieht mit diesem so Baum aus, als hätte er ein Gesicht. Mit diesem Baum stimmt etwas nicht. Ich habe das Gefühl, dass er mich anstarrt. Schaut mal. Ist das ein... Sieht aus, als hätte er ein Gesicht. Ich sehe es auch. Und ich halte meinen Leuchtstab so ein bisschen hin und zeige auch mit dem Finger auf den Baum. Araldo sieht, Caraldo kann es nicht erkennen, aber sagt Barakas, du hättest nicht so viel von dem Schnaps trinken sollen, oder? Ich halte meine Finger in Richtung Baum und versuche über Message mit dem Baum zu kommunizieren. Poste nochmal ein Message bitte, damit jeder mitverfolgen kann, was du tust. Okay. Was möchtest du sagen? Kannst du mich verstehen? Absolute Stille. Abgesehen von den Raben, die euch anscheinend überall hin verfolgen. Kann ich das in Kombination mit Comprehend Languages irgendwie machen? Wie genau meinst du? Ich gehe jetzt davon aus, also ich habe das gemacht, weil ich davon ausgehe, dass es ein Wesen ist. Ja. Ein lebendes Etwas. Mhm. Und dass auch das Wesen irgendwie kommunizieren kann. In ihrer eigenen Sprache. Da du bisher nichts hörst, hättest du keine Quelle, um Comprehend Language anzuwenden. Okay. Es geht um gesprochene oder geschriebene Sprache. Beides ist bisher nicht der Fall. Mhm. Okay. Ja, dann ist mein Versuch damit fehlgeschlagen einfach. Ich drehe mich zu Kane und frage, ob hier schon öfter etwas Merkwürdiges in dem Waldstück passiert ist. Oder ob er etwas mitbekommen hat, was hier nicht ganz natürlich ist. Vor ein paar Tagen hatte ich das Gefühl, dass mir etwas gefolgt ist auf dem Weg zum Friedhof. Ich dachte erst, das war einer der Dorfbewohner, weil die mich, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich als Sündenbock sehen oder so. Was war's? Ich konnte es nicht gut erkennen. Mein Licht hat mich geblendet und wer auch immer das war, war im Dunkeln, ohne Lichtquelle. Keine Fackel, nicht mal eine Kerze. Das war hinter einem der Bäume. Und in dem Moment, wo ich drauf zugegangen bin, ist es im Wald verschwunden. Ist der Baum in 60 Feet Reichweite? Ja. Ihr steht ungefähr 15 Meter davor. Dann würde ich gerne einen Presence Divine Sense machen. Mhm. Um herauszufinden, ob das irgendwas Gefährliches, also ein Celestial, ein Feind, Undead oder irgendwas von dieser Art. Und in diesen 60 Fuß nimmst du nichts dergleichen wahr. Männer, wenn da was ist, dann scheint das nicht feindlich zu sein. Noch nicht zumindest. Untot oder übernatürlich ist es auf jeden Fall nicht. Vielleicht hat ein Junge aus der Stadt irgendwas in den Baum geschnitzt. Wir sollten weitergehen. Ich wollte es gerade sagen, ich würde mich gerne hinlegen und ich würde gerne saufen. Lasst uns gehen. Sehen wir in dem Wald irgendwo einen Raben? Überall um euch herum. Aber bevor du den Gedankengang zu Ende führst, spricht Kane. Sollten wir nicht noch ganz kurz gucken, was es genau ist? Na gut. Haraldo geht auf den Baum zu.
Ja, wir gehen. Ich komme mit. Alle folgen. Barakas auch. Geraldo zieht seine Axt zur Sicherheit. Ihr tretet näher an den Baum heran. Und vor euch seht ihr, dass in den breiten Baumstamm tatsächlich etwas hineingeschnitzt wurde. Es ist das Gesicht, oder es ist ein sehr ausdrucksvolles Gesicht, das euch den Eindruck vermittelt, als würde es euch direkt angucken. Und es drückt Trauer und Entsetzen aus. Und ihr dürft alle einen Religion-Check machen. Ah. Da komme ich doch mit zurecht. Nun, überhaupt nicht. Okay. Gut. Not bad. Ich bin der dumme Zwerg, das ist okay. Raphael Moment und mal. Barakas. Euch ist klar, dass dieses Symbol oder dieses Gesicht einem Symbol ähnelt, das ihr schon mal gesehen habt. Das ich hab das schon mal gesehen, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Sieht so aus wie das Symbol der Gottheit Rashnir. Und hier Rashnir ist das Bild dazu. Ja. Sieht er aus wie Josef. Wer war noch mal Rashnir? Der Unto, also der... Ihr dürft alle noch mal einen Religion-Check für diese Info machen. Sobald... Nein, never mind. Es wurde ja schon mitgeteilt, dass das dieses Symbol ist. Boah, mein Gott. Okay. Dieses Mal ist allen mit 15 oder höher klar, dass Rashnir die... oder der Gott der Missgunst und des Unglücks ist. Tatsächlich sind... Es ist auch ein sehr verbreiteter Gott und überall schaudert es den Leuten, diesen Namen auszusprechen, weil niemand in die Missgunst von dieser Gottheit geraten möchte. Wenn irgendwo etwas sehr Schlimmes passiert, großes Pech oder Unglück, dann ist oftmals die Verbindung zu Rashnir sehr schnell gezogen. Und diejenigen, die diesen Gott anbeten, tun das meistens, um von Unglück verschont zu werden. Ich würde Barakas fragen, was er meint mit er kennt das Symbol, damit ich die Information zu Rashnir bekommen kann, weil ich die ja vorher nicht hatte. Ich glaube, das mit Rashnir wurde schon laut gesagt. Ja, ich habe gesagt, das Gesicht habe ich erkannt, Rashnir, aber ich kenne Rashnir nicht. Ich weiß, dass es Rashnir ist, jetzt aber nicht, wofür er steht. Jetzt würde ich den Rest, genau, weil ich ja darüber gesprochen habe, erklären, dass das Rashnir ist und dass das für Unglück steht. Und dass alle, die damit konfrontiert sind, immer sagen, da passiert was Schlechtes. Oder sie beten dafür, dass ihnen nichts Schlechtes passiert. Ja. Das hier ist kein gutes Zeichen. Barakas sagt, ja, genau. Und auch Kane schüttelt entsetzt den Kopf. Gott, wir sollten weiter. Lasst uns schnell aus diesem Wald raus. Und ihr könnt Kane folgen, der weiter vorangehen. Kane geht vor. Er führt euch noch ein Stück. Und binnen der nächsten 15 Minuten kommt ihr ans andere Ende des Waldes, an eine Lichtung, die sich offenbart, etwas Feld und Wiese frei macht. Und dort steht eine Holzhütte, bescheiden, ganz alleine, isoliert. Kane dreht sich zu euch um und spricht: Das ist mein Heim. Mein Sohn müsste jetzt zu Hause sein. Wird der auch mal Totengräber? Das ist er schon. Liegt in der Familie. Schön, dass es Traditionen noch gibt. Und dieses Mal, das erste Mal mit einem Grinsen, geht Kane etwas schneller voran und scheint sich auf seinen Sohn und sein Zuhause zu freuen. Er lacht etwas und sagt:
Ich lade euch herzlichst ein. Ich habe noch ordentlich Bier im Keller. Folgt mir. Haraldo sprintet nun. So schnell war der noch nie. Und ich freue mich darauf, ihren Sohn kennenzulernen. Euren Sohn. Und kurz darauf, er nickt ihr dankend zu und kurz darauf kommt ihr an der Hütte an. Der Totengräber schließt auf und drinnen, das seht ihr auch durch ein, zwei Fenster, die sind nicht aus Glas, das sind einfach nur so Holzklappfenster, aber die sind zum Spalt auf, seht ihr sogar, das Licht scheint. Und dann bittet er euch der Reihe nach herein. Na, Haraldo als Erster, ich gehe ganz hinten. Na klar. Ja, wir gehen rein. Und das ist ein einstöckiges Holzhaus. Die Inneneinrichtung ist relativ spartanisch. Es sieht nicht so aus, als ob Kane viel Geld hätte. Ihr seht einen Tisch, ein paar Stühle, zwei Betten, das eine steht links, das andere rechts und nur so eine Trennwand, die in den Raum gearbeitet wurde. Offensichtlich selbst gebaut. Alles aus Holz. Verdeckt die Betten zueinander, also die Sicht. Und tatsächlich sitzt an dem Tisch ein Junge im Teenageralter, der sich interessiert in eure Richtung dreht. Kurz darauf spricht er: Vater! Springt auf, stößt dabei fast seinen Stuhl um und umarmt ihn. So ein Foto vom Sohnemann? Nein. Aber ich kann ihn dir beschreiben, wenn du möchtest. Ja. Es ist ein Junge, der ist im Teenageralter, so um die 15, 16 Jahre alt, hat kurzes schwarzes Haar, sehr zersaust, sieht eher, also die machen wirklich einen ärmlichen Eindruck. Die Kleidung ist ungewaschen, hat hier und da Flecken und Risse, das sind auch einfach nur so Stofflumpen. Aber das scheint den beiden komplett egal zu sein, denn in dem Moment, wo der Junge seinen Vater umarmt, lacht Kane einfach laut Herz auf. Sohnemann. Zeig den Gästen unser Bier. Und kurz darauf stellt auch der Junge sich vor und würde sich aufmachen, das Bier aus einer kleinen Kellertür zu holen. Da ist so eine kleine Falltür in diesem Raum eingearbeitet. Da würde eine Leiter runterführen und da sind dann mit Sicherheit diese Fässer. Ich habe das alles gesehen und ich habe einen dicken Kloß im Hals. Vor oder nachdem du die Leichen gelootet hast? Du weißt doch gar nicht, dass ich die Leichen gelootet habe. Ist gut. Sind wir schon unten jetzt? Bei den Fässern? Ihr seid noch oben, nur der Junge geht runter. Ah, okay. Barakas sagt zu Haraldo: Haraldo, der ist größer als ich, ja? Ich könnte dich an den Beinen Kopf ins Fass halten. Ich wechsle mal die Szene. Guter Plan. Wir sind zwar nicht im Dorf, aber wir befinden uns in einem Haus, da ist das hier passender. Okay. Haraldo lacht und sagt: Guter Plan, aber ihr solltet ja auch noch was trinken. Oh, ich sehe nichts. Gib mir einen Moment. Jetzt müsstet ihr alle was sehen. Ja. Jo. Nope. Ich mache mal Refresh. Ja. Sonst müsst ihr vielleicht ein bisschen rauszoomen, ranzoomen, richtig an die richtige Stelle finden oder so. Ah, jetzt bin ich da. Da das Haus sehr isoliert ist und es hier in dem Raum sehr leise ist, in dieser Hütte, hört ihr trotzdem noch die ganzen Waldgeräusche, die Raben, die Eulen. Und ich wende mich zu Kane und frage: Habt ihr vielleicht eine Schüssel Wasser für mich? Ich möchte das ganze Blut erstmal von mir abwaschen. Er nickt. Draußen im Hof gibt es auch ein Fass. Da könnt ihr ein Bad nehmen, wenn ihr möchtet. Ich hab noch ein paar Fässer Wasser. Jawohl. Ich würde stillsteigen, würde ich mich in eine Ecke des Raumes auf den Boden setzen, in Schneidersitz. Und leise vor mich hin flüstern. Ich habe so ein bisschen Sand dabei und ich würde eine kleine Linie, vielleicht 30 cm lang, mit den Fingerspitzen Sand verteilen. So eine Sandline.
und den Alarmzauber wirken. Wohin als Ziel? Um auf die Hütte. Die Hütte ist etwas größer als 20 Fuß. Du müsstest dir als Ziel einen bestimmten Ort aussuchen. Die Tür, ein Fenster. Den Hauptraum. Also schon die Tür, so dass es so viele wie möglich potenzielle Eingänge abdeckt. Mhm. Poste am besten auch nochmal Alarm, damit jeder versteht, was du tust. Mhm. Bevor gegen Alarm entschieden habe. Ja, warte mal eben, bis Raphael das gemacht hat. Ah, nee, ich hab gar keinen Spellslot mehr. Ah. Kann ich nicht. Kann ich noch nicht. Ich komme von draußen wieder rein. Das Wasser ist sehr kalt. Raphael, kannst du mir vielleicht einen Hot Tub daraus machen? kein Spellslot mehr. Die Menge. Was ist das? Hot Tube! Ich gehe mit raus und lass mir den. Was ist? Besteht die Wand aus Holz, aus Blech? Was ist das? Die Wand besteht aus Holz und ich möchte dich nochmal darauf hinweisen, dass du Alarm auch als Ritual zaubern kannst. Stimmt, ist ja ein Alarmzauber. Mache ich danach dann noch. Ja, ich sehe das Wasser und ich würde so eine klitzekleine Feuerkugel. Ich würde schon meine Hand ins Wasser halten, die Fingerspitzen. Und Firebolt wirken auf das Wasser, damit das ein bisschen wärmer wird. Okay, also da ist dieses große Holzfass wie so eine Holzwanne. Ja. Und du erwärmst das damit. Genau. Klar. Ich. Digga! Du. Ist Josef schon drin? Das Wasser ist. Josef schon drin? Josef, das Wasser ist auf 22 Grad temperiert. Ja. Roll mal Damage. Just in case. Es sollte jetzt angenehm warm sein. Okay, vielleicht nicht ganz so heiß. Okay, danke schön. 20. Dankeschön. Ich gehe wieder rein. Ja, ich klopfe dir auf die Schulter, zieh mich aus und leg mich rein. Ich fass kurz zusammen. Beine angeknabbert. Komplett eingeschlafen. Gesicht. Dann auch noch irgendwie schön auf 7 Minuten gekocht, Alter. Oh. Schön. Gut durch jetzt auf jeden Fall. Ja. Ja, ich würde reingehen, mich wieder in den Schneidersitz setzen, hinter meine Linie mit dem Sand und würde das Ritual abfügen und dann mit der Hauptaugenmerk auf die Tür und das Fenster neben der Tür. Mhm. Poste mal Alarm und du brauchst dann jetzt 10 Minuten dafür, für dieses Ritual. Wie poste ich das im Chat nochmal? Einfach auf den Würfel klicken, neben dem Zauber. Mache ich und dann geht das kleine Fenster auf mit, Dann caste ihn einfach und also trag den in den Spacelot wieder ein, caste ihn und fertig. Okay, Moment. Ja. Oder klick einfach auf dieses Häkchen Consume Spacelot, das kannst du ausmachen damit, dann brauchst du gar keinen. Genau. Und ihr seht jetzt alle die drin sind, sehen wie Raphael sich da hinsetzt, und sein Ritual vorbereitet mit Kerzen und allem drum und dran, wie du das halt machen möchtest. Und dann würdest du 10 Minuten brauchen, bis der Zauber fertig ist und du den Alarm auf die Tür gerichtet wirken kannst. Ja, in diesen 10 Minuten würde natürlich Haraldo auch nochmal seine Rüstung ablegen, damit er sich auch grundsätzlich reinigen kann. Geht nach draußen und fragt den Elfen, ob er sich ein bisschen Wasser abholen kann. Na klar. Und reinigt sich. Und kommt wieder rein. Barakas würde zu Kane gehen in der Zwischenzeit und fragen, ob er irgendwas zum Heilen im Haus hätte. Medizin. Und er nickt und sagt, das, was mir und meinem Sohnemann die größte Heilung verspricht, sind ordentliche Gebete und Bier. Und mittlerweile kommt der Junge hoch mit kleinen Fässern, 5 Liter oder so, und hieft die auf den großen Holztisch. Alle nebeneinander. Danach Haraldo nimmt ein Fass und sagt, habt ihr auch was für Erwachsene? Super. Was schwebt euch vor? Also,
Mehr Bier? Nein, alles gut, alles gut. Das war ein Späßlen. Barakas versucht diese... Späßlen. Barakas versucht die Situation ein bisschen zu besänftigen und sagt, ja, weißt du, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist diese Art von Krug für ihn eher ein Aperitif. Haraldo weiß nicht, was Aperitif bedeutet. Und dann sagt Kane, Pip, Sohnemann, hol noch ein paar Krüge für die Leute. Sein Blick verharrt dabei auf Haraldo. Wobei, ich glaube, auf einen Krug können wir verzichten. Guter Mann. Haraldo kippt auch seinen Flachmann aus und füllt ihn mit neuem Getränken. Ja. Und so sitzt ihr da. Ruht euch aus, badet, wascht euch den Dreck ab, sofern ihr möchtet, und das Blut. Oh, sorry. Kein Problem. Möchtest du einen Krug einstecken, oder? Nee. Ich habe mich verdrückt. Ich habe den Charaktersheet aufgemacht, mich verdrückt. Ja. Machen wir eine Long Rest? Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dort übernachten. Jeder würde sich eine Ecke suchen. Ihr habt halt dort keine Betten. Das Einzige, was Kane euch anbieten kann, ist ein, zwei Decken oder etwas Kleidung vielleicht zum Überziehen. Wirklich nicht viel. Und dann könntet ihr euch da auf den Boden in der Hütte hinlegen. Barakas bleibt so, wie er ist, wäscht sich auch nicht, gar nichts und hockt sich einfach mit dem Rücken in so eine Ecke, in so eine Raumecke. Kommt dann jetzt... Die Knie so angewinkelt, an den Oberkörper gepresst, die Oberschenkel. Kommt dann jetzt auch wieder die Catchphrase, weil du dich nicht wäscht? Wie meinst Mir du? Mir stinkt's. Ja, genau. Mir stinkt's. Nein, das hat schon andere Gründe. Okay. Ich habe seinen Mantel ausziehen und den möchte er noch nicht ausziehen. Ja. Ich habe schon ein, zwei Krüge getrunken. Ich glaube, die Stimmung ist dafür, dass wir uns so kurz erst kennen, ganz in Ordnung. Ich schaue rüber zu Haraldo und frage ihn, wie alt er ist. Haraldo, wie viele Jahre wanderst du schon hier umher? Über 100, junger Elf. Über 150, um genau zu sein. Okay. Und du bist Paladin, ist das richtig? Ich bin vor allen Dingen Zwerg. Aber ja, ich bin Paladin. Warum sind die 10 Minuten um? Sicher, du kannst wieder dazukommen. Und wenn du dazukommst, siehst du, dass die anderen wahrscheinlich in ausgelassener Stimmung mit Bieren in den Händen Haraldo wurde durch die Frage nach dem Paladin-Orden daran erinnert, warum er eigentlich unterwegs ist und was er sucht. Und hat so eine kleine betrübte... Also man merkt, dass er betrübt ist, dass ihn das beschäftigt. Okay. Das fällt mir auf. Ich setze mir einfach mal in die Nähe, dass wir nicht über drei Köpfe hinweg sprechen müssen. warum bist du nicht bei deinem Orden? Nun... Warum seid ihr nicht in einem Wald? Obwohl, ihr seid in einem Wald. Ja. Woher kommt ihr? Spricht. Ich komme aus einer kleinen Gilde. Ich habe keine Familie mehr. Und ich habe vielleicht noch einen Bruder. Ich weiß es nicht. Ich suche jetzt schon seit über 40 Jahren nach ihm und ich habe keinen einzigen Anhaltspunkt. Nun, ja, ich sollte bei meinem Orden sein, aber der Paladin-Orden der Scarlets ist etwas kompliziert. Ich suche und hoffentlich finde ich bald etwas, das mich dahingehend zurückbringt. Darum bin ich auf mich selbst gestellt. Es betrübt dich auf jeden Fall. Wieso ist das so? Hast du einen Fehltritt begangen?
Nein. Es sind viele. Und einige davon sind der Luxus, den wir gerade gemeinsam genießen, der Alkohol. Wie Barakas vielleicht schon mitgekommen hat und angedeutet, ist, dass ich hier und da gerne mal aus Tradition und wegen des Geschmacks das ein oder andere Fässlein trinken kann. Ich versuche ein Bild Arnaldo für den Jungen rauszukommen, aber ich krieg kein Kind. Genau, Barakas lacht darüber, über den Satz, weil er das mitgekriegt hat und sagt, Haraldo, du solltest glücklich sein, dass Raphael nur auf Raben schießen will und nicht auf Schnapsdrossel. Ich habe genug gehört. Ich schließe meine Augen ein bisschen, um die Worte, die Haraldo gesagt hat, zu verinnerlichen und auch irgendwie abzuwägen. Bin nicht mehr so gut gelaunt und verlasse die Gruppe, sage zu Kane, ich würde gerne eine Decke haben, Kane. Wenn dein Junge mir eine Decke gibt, wäre ich dir sehr dankbar. Und ich habe ein Bild für den Jungen gefunden. Super. Und lege mich in die Ecke und sage, gute Nacht, Jungs. Schlaf gut, junger Elf. Schlaf gut. Was machen Haraldo die anderen? Haraldo ist im Gedanken versunken, blickt aber dann nochmal vorwurfsvoll Raphael an und sagt ihm, ihr müsst aufpassen mit euren Zaubern. Ich habe vielleicht eine dicke Haut und bin ein talentierter Kämpfer, aber mit vielen Gegnern niedergestreckt. Er spricht das mit geschwollener Brust aus. Aber mein Bart. Das geht zu weit. Und die Brust sackt wieder zusammen. Raphael. Ich habe mich bereits entschuldigt, Haraldo. Nun. Gut. Ich nehme die Entschuldigung an und lege mich zu dem Elfenweib. zum Elfen. Kane, habt ihr ebenso eine Decke für mich? In dem Moment, wo du das fragst, fällt dir ein, dass in deinem Rucksack ein Schlafsack ist. Vergesst es! Ich habe ja einen Schlafsack in meinem Rucksack. Oh, ja gut. Ich muss auch einen haben, oder? Ich danke euch. Also jeder, der. Ihr könnt nachgucken, wenn da eine Bedroll drin ist, dann habt ihr sowas. Stimmt, ich habe eine Bedroll. Aber dafür habe ich Kletterhaken, die ich nicht brauche. Ich habe ein Seil, ich könnte mich an die Decke binden. Ja. Haraldo schläft. Nein, ich habe ja noch eine Crowbar, die hätte ich ja vorhin benutzen können. Ich gucke, ich musste ein bisschen den Sohn. Ja. Ist kürzlich deine Oma gestorben? Junge, wie ist dein Name? Pip. Pip? Pip oder Pep? Pip. Pip. Pip, habt ihr noch Pep im Haus? Pip, wie geht es dir? Und wie ging es dir in der letzten Zeit? Jetzt, wo mein Vater wieder da ist, bin ich beruhigter. Seid ihr hier, um uns zu helfen? Genau deswegen sind wir hier, Pip. Er grinst. Pip, was hat sich in letzter Zeit verändert? Ist dir irgendetwas Merkwürdiges aufgefallen? Nun, die meisten Dorfbewohner haben Angst, so wie wir auch. Ich weiß nicht. Was macht dir denn Angst? Kannst du mir Beispiele nennen? Und dann fängt er auch an zu erzählen, im Prinzip das, was Kane euch schon erzählt hat. Er erzählt von Gestalten, die er im Wald herumhuschen hat sehen. Von komischen Geräuschen, die er nachts hört, wenn er schläft. Und jedes Mal, wenn er dann zum Bett seines Vaters geschaut hat, lag dieser auch im Bett, sodass er es nicht gewesen sein könnte. Manchmal stand die Tür offen, manchmal war ein Fenster offen. Unerklärliche Dinge.
Er schwört sogar darauf, dass hier und da mal ein Gegenstand woanders stand. Zum Beispiel eine Tasse, die am Morgen noch auf dem Tisch hätte stehen müssen, weil sie da zur Nacht zuletzt stand, plötzlich auf dem Boden lag. Als hätte etwas sie umgeschmissen. Und das Ganze tut er mit einem angsterfüllten Blick. Du musst wissen, wir sind hier, um der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Und dieses Unheil zu beenden. Und jede Hilfe und jede Information, die wir bekommen, könnte uns weiterhelfen. Und in dem Moment tritt Kane, der Totengräber, an seinen Sohn heran, schlingt einen Arm um seine Schulter und sagt: Sohnemann, alles, was du siehst, kann diesen Leuten helfen. Glaub mir, schon bald ist unser Dorf wieder in Ordnung. Mach dir keine Sorge. Und der Junge nickt und Kane fügt noch hinzu: Seid ungewiss. Sobald wir etwas erfahren, seid ihr die Ersten, auf die wir zukommen werden. Das freut mich sehr. Barakas sagt: Ich werde nun auch ein bisschen Rast machen und die Augen schließen. Er bleibt in der Ecke und schließt seine Augen. Seid gewiss. Nicht seid ungewiss. Ich habe mich versprochen. Ja, auch Barakas legt sich hin und... Kann ich solches auf Longrest drücken? Noch nicht, das machen wir gleich. Raphael, möchtest du dich zu den anderen gesellen? Du siehst, dass auch Kane und sein Sohn so langsam... Ja. Okay. Ich sehe, ihr seid müde. Geht ruhig schlafen. Ich muss noch ein bisschen studieren. Und ich schlage mein Buch auf, mein Zauberbuch, was ich dabei habe. Ja. Und ich tue so, als würde ich darin lesen. Und... Machst du immer noch, also da sind mehrere Kerzen an und in dem Moment, wo Kane und sein Sohn sich auch zu Bett begeben, hörst du noch zuletzt: Können wir eine Kerze anlassen? Vom Sohn. Und sein Vater spricht: Aber das ist das letzte Mal, sonst gehen uns die Kerzen aus. Dann deckt er seinen Jungen zu, wünscht ihm eine gute Nacht und begibt sich selbst zu Bett. Und so seid ihr da in der Hütte des Totengräbers. Moment. Ja? Ich würde noch eine Weile so tun, als würde ich lesen, bis ich mir fast sicher bin, dass alle wirklich tief und fest pennen. Okay. Was möchtest du dann machen? Ich würde leise die vorhin gelootete Kette... würde ich nochmal rausholen und mir das Emblem angucken, was man öffnen kann. Ja, das ist so, das kannst du aufklappen. Mhm. Da drin befindet sich eine Art Foto, eine Art Zeichnung. Mhm. Ich würde die Zeichnung herausnehmen und die Kette sofort wieder verschwinden lassen. Ja, es ist das Bild, das Porträt eines kleinen Jungen, der Pip ungeheuer ähnlich sieht. Und so seid ihr da in der Hütte des Totengräbers und verbringt eure erste Nacht in diesem gottverdammten Dorf. Ihr dürft alle longresten. Die Nacht geht vermutlich gefahrlos vorbei. Und was nächstes Mal passiert, erfahren wir nächsten Sonntag um 18 Uhr. Woo! Woop woop. Nice.